Sauce. Sauce. Ja, also wie gesagt, das ist Final Fantasy 16, das weiß nur noch keiner. Nee, nee, ist okay. Nee. Nobody knows. Oh, darf ich mal übrigens, by the way, erwähnen, dass hier eigentlich heute so wirklich ab der Zeit jetzt hier für uns in Hamburg Regen angekündigt wurde zu über 60%. Ich meine sogar zu der Zeit sogar zu 80. Und. Und auf einmal ist hier Sonne. Ich meine, die Sonne kann sich dahin ficken, wo sie wieder herkam, den ganzen Tag über. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber. Ist schon den ganzen Tag so ein gestopftes Klima irgendwie. Ein Type D Monster Truck. Ah. Der Monster Truck ist toll. Es ist zwar nicht wirklich ein Monster Truck, aber es ist schon ein großes Auto. Bei euch ist Weltuntergang. Ja, das wurde uns schon seit Wochen versprochen. Und ich warte immer noch drauf. Weißt du, immer den ganzen Tag nur bewölkt. Nur bewölkt. Hier, hab Sonne. Fuck off. Es ist, ja. Sekunde. Ja, nochmal wer was von mir? Nochmal. What? Ah. Ist trotzdem Ausrufezeichen, Maid. Achso, nee, das. Nee. Hier, danke. Guten Tag. So. So. So, wie war denn das jetzt nochmal? Ich glaube, ich weiß es noch so ein bisschen. Das war, genau. Das war das. Ja, ich will wissen, wie das da, was da unten jetzt ist. If I die, then I die. Dann, ja, ich habe gespeichert, also I don't fucking care. Ich bin jetzt neugierig. Mann, es ist auf der Karte eingezeichnet. Super Dash. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kann ich das überhaupt? ボロそうなエレベーター大丈夫かなこれま乗ってみようぜ und alle denken sich so ja lass mal rein kannst du mal aufhören zu moonwalken kann ich nicht Alter, ich wollte gerade sagen, Ignis, kannst du mal aufhören zu moonwalken? Tja, schrecklich mit dir. Gott, wie weit geht denn das runter? Steig erstmal aus. Erstmal gucken. Warte mal auf. Das ist eine Quest geworden. Nee, Vermächtnis? Nee. Oh! Stufe 50! Ich geh mal wieder, ne? Ich nehme nur das, was hier liegt. Ein Eisenklotz. Und dann gehe ich wieder. Das ist Level 50. Fahr wieder hoch, bitte. Danke für die Warnung. Level 50. Ich bin Level what? 10? 12? Alter, ja, erstmal Level 50 Dungeon. Ja, ist schön, ist gut, macht Spaß auf Toast. Immerhin hat Ignis aufgehört zu moonwalken. I mean, Jesus Christ. Ich meine, wir sind auch echt die edgelordigste Boygroup der Welt. Ich meine, jeder von uns trägt schwarz/grau. Gladio glitschte gerade ein bisschen durch den Boden. Ignis ist sowieso ein Edgelord. Wir sind alles Edgelords hier. Okay, fuck this shit, I'm out.
Geh da bloß nicht rein, Frau. Es sei denn, du bist über Level 50. I'm out. Da riskiere ich nicht mein Leben für. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder gucken. Ich weiß gar nicht, was jetzt überhaupt auf meiner To-Do-Liste stand. Und boop. Das ist aber irgendwo interessant. Einfach mal so ein... Einfach mal hier so da ein Level 50 Dungeon. Because why not? So, dann wollen wir nochmal gucken. Was steht denn auf unserer To-Do-Liste? Das war Hauptquest. Das ist so ein Zeug. Das ist der MacDude. Komm, wir machen jetzt erstmal... Gehen wir mal der Hauptquest nach. Automatisch fahren. Aufgabenziel. Vermächtnis. Darf ich mal übrigens anmerken, dass die Innenausstattung irgendwie voll bequem aussieht? Nur mal so nebenbei. Ich finde es nur schade, dass ich hier nicht während er fährt nicht hier zum Beispiel skillen kann oder sowas. Das wäre noch cool. Oder zum Beispiel hier Magie mixen kann oder sowas. Hier sind Level 80. Ja, Mensch, ist ja witzig. Wie bei Final Fantasy 12, wo du einfach mal so im ersten Gebiet so ein Dino rumläuft, der dich one-shotten kann. Beziehungsweise deine gesamte Party wiped. Sounds like fun. Alter, was ist er denn? Weißt du, fährt einfach so ein Monster. Wieso ist meine Scheibe bei 2% Damage totally busted? Alter. Ach ja, stimmt ja. Mach das Radio an. Ja, das ist ein Soundtrack für Edgelords. Das ist ein edgelordiger Soundtrack. I like that. Alter. Dass wir überhaupt auf einer Spur bleiben können mit dem Ding. Yay, ein FP. For like nothing. Wenn man bestimmte Sachen gespielt hat, war kein Problem. Das Platinum-Demo. Shit, habe ich nicht. Beziehungsweise ich habe auch mir den Film noch nicht angeguckt. Das habe ich total verplant. Ich sag mal so, bislang kann ich der Story noch folgen, also ist jetzt weniger das Problem. Wir haben einfach den geilsten Soundtrack in unserem Auto. Auch wenn ich nicht sehe, wo das Radio sein soll. Wahrscheinlich da irgendwo in der Konsole. Ich hätte gedacht, wir würden da durchfahren. Nani? Oha. Okay, Alufe, vielen Dank für die Bits, aber ich glaube, du hast meinen Text-to-Speech kaputt gemacht. Ich glaube, der wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Hier ist einfach mal ein Parkplatz. Wobei, ja. Halt mal kurz an, da sind Elementare gewesen. Also zumindest Blitz. Mal ein bisschen aufstocken, was das angeht. Ich habe das letzte Mal so viele davon verbraten. Ah, okay. Fast voll. Sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich bald mal wieder vernünftige Magie zusammen craften. Craften. Ja, doch, wir hatten einiges verbraucht. Das heißt hier wir. Technically me. Ach, da ist ein Zeltplatz. Ah ja, stimmt, diese Dinger sind ja immer neben den Zeltplätzen. Aha. Okay, dann. Campen ist rüber. Nee, seltener Tag, du. Sind das da Giraffen?
Ganz vergessen. Ausdauer. Ja, aber ich mag das System, wie hier Magie funktioniert. Ich bin da irgendwie Fan von. Ihr seid Stufe 9. Ihr seid Stufe 9. Du bist Stufe 3. You gonna die! Komm, wir müssen ja mal ein bisschen aufräumen hier. Destroyed. Das ist das Problem bei dem großen Schwert. Es macht zwar geilen Damage, aber Jesus Christ, ist das. Bist du da offen für alles? Ich wollte gerade sagen, magst du treffen? Oh fuck. Kill die Giraffe. Kabutschki. Ey, 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 ey. Ey, nee. Voila. Erstmal Giraffen geschlachtet. Wie kannst du nur? Ey, man kann es essen, ja. In dem Spiel leider wirklich. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie absolut kein Freund von Final Fantasy 7. Ich finde es an einigen Stellen einfach echt overhyped. Es ist ein Spiel, wo sie richtig hardcore die Nostalgiebrille auspacken. Mm. Ich hab's gespielt vor 2 Jahren oder so. Ich fand's kackenlangweilig. Die Story hat keinen Sinn gemacht und die Charaktere waren flach wie sonst was. Die Charaktere waren auch wirklich ziemlich flach, ne? Ich meine, sofern du nicht irgendwie Dings gespielt hast. Wenn ich mal eine Empfehlung für ein Spiel mit dem ungefähr gleichen Grafikstil geben kann, Grandia 2, viel besser. Stimmt, und kaum einer spricht über Grandia 2. Ja. Ich hab da noch Magie gesehen. Liegt da einfach auf dem Boden. Sofern ich da irgendwie hochkomme. Was immer gut in Final Fantasy ist die Musik. Ja, also Final Fantasy, die Musik, da sag ich nichts gegen. Die ist gut. Das Problem ist einfach, die Schlimme ist, die Story ist ja auch mega gespoilert. So vom Beginning her. Naja. Mittlerweile weiß jeder, was passiert in der Story. Ja, gut, weil, aber das kannst du nicht verhindern bei einem Spiel, was 20 Jahre alt ist. Naja, also. Aber halt, trotzdem. Selbst wenn dieser Plotpunkt nicht da ist, trotzdem. Einfach wie. Sorry, aber alleine wie Vincent einfach in der Story auftaucht. Ja, einfach. Bup, hi. Ich würde sogar raten, auf die Zeitaufträge echt mal Acht zu geben. Habe ich letztens erst wieder gesehen, dass die drin sind. Die sind eigentlich ganz cool. Zeitaufträge? Wenn du in dein Menü auf den untersten Punkt gehst. Guck ich gleich mal. Ich gucke halt erstmal, wie ich mein Feuer noch ein bisschen aufspeisen kann. Du kriegst später noch genug Sachen, mit denen du dann halt das verbessern kannst. Aber wie du das am allerbesten verbessern kannst, ist einfach den Magiebaum skillen. Da lernt man denn den meisten krassen Zeug? Nee, dann lernst du einfach, wie dann halt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie die das genau gemacht haben, aber ich glaube irgendwie so von wegen, anstatt wenn du zum Beispiel Feuer einmal reintust,
dann wird das, wenn du das, glaube ich, richtig skillst, doppelt so stark. Das heißt, es ist, hat den Wert von 2 Feuer-Elementen. Sowas. Und damit kannst du dann, kommst du dann auch zu Feuergar hin, ganz einfach. Achso, das. Also Esszutaten bringen die, glaube ich, am wenigsten. Also ich glaube dann eher so den Knickknack. Ja, ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich war jetzt mal, ja. Steakfeuer. Muss man erstmal wieder reinfinden hier. Wo war denn... Ah, hier, Magie. 81 habe ich gerade. Erhöht die Menge Elementarmagie, die Noctis absorbieren kann. Oh, das ist nice. Also zusätzlich 10 Kraftpunkte. Yes. Ich weiß nicht wieso, ich mag Magie hier in diesem Spiel. Ist irgendwie nice to use. Ist auch ziemlich stark. Eines Elementarzaubers gewährt 1 FP, auch nicht schlecht. Dafür, dass ich relativ gerne Magie benutze. Wie viel? 333? Ja. Generiert beim magischen Synthese einen zusätzlichen Zauber, ersetzt gleich für... Ach so. Ich verstehe... 999. Ah, okay, ich verstehe. Die wollen nicht, dass du dich zu Anfang direkt so kaputt burstest, sag ich mal. Ja. Ist ja auch richtig so. Aber deshalb, weil du später in deinen Skilltrees solche Kosten hast, hab ich dir geraten, so schnell wie möglich halt den Fernfahrer zu aktivieren. Ja, weil du kriegst einfach mal so nebenbei was. So, was meintest du? Zeitaufträge hier. Ja. Haben wir schon gesagt, Zeitaufträge, begrenzte Zeit, wir jeweils einen Tag lang aktiv. Wenn vorher jetzt hält seine Belohnung, Auftragspunkte werden Spielstunde geteilt, Apple kann seine Prämien eintauschen. Aha. Die Prämien sind fancy. Okay. Ich sehe schon. Teilweise 100.000 Gil, Erfahrung, 300 FP. Waffen, Items, Heil-Items. Und da du nur einen Zeitauftrag pro Tag machen kannst, ist das einfach so, ja, mach das einmal und dann kannst du weitermachen mit deinem Spiel. Du musst nur halt gucken, wo das halt ist. Naja, aber das ist direkt bei Hammerhead da an dem Berg, also. Stimmt, das ist hier. Aber da bin ich jetzt ja gerade nicht. Ich komme da nachher noch drauf zurück. Danke für den Host! Für den Host, sag ich schon, für den Sub! Meine Güte! Wo bin ich denn hängen geblieben? Ja, wenn wir dann nachher zu Hammerhead zurück müssen, können wir ja da mal gucken. Aber jetzt bin ich gerade hier, mach die Hauptstory mal ein klein bisschen. Ja. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Du kommst jetzt zum ersten Mal bei dieser Jägersiedlung an, ne? Ja, sieht so aus. Ah, okay. Bin ich dir ja sogar noch ein bisschen voraus, weil ich letztens einfach noch mal ein bisschen gespielt habe. Ich muss noch mal nachgucken, wer Monika war, genau. Hey, Monika. Just Monika. Wer war Monika nochmal? Ah, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich rede mit dem Typen. Ich dachte, der Typ ist defekt. Ach so, sie ist einfach nur ein Offizier in deiner Kronengilde. Wie heißt das? Wie heißt das in Deutsch? Sie ist einfach ein Offizier in deiner persönlichen... Sie ist einfach da. Ein persönlicher Bodyguard. Heiltränke. Oh ja, das ist echt schön, dass hier zwei NPCs sind, aber du nicht mit denen reden kannst. Und dass sie dir immer so wertlosen Shit erzählen. Apropos, guck dich da ruhig mal ein bisschen um. Irgendwo liegt etwas, wodurch Ignis ein
Rezept lernen kann. Okay, warte mal. Das ist so ein Item auf dem Boden, oder wie? Also es sieht schon irgendwie out of place aus. Das war eben war schon out of place, warte mal. Ja. Ignis hat sowieso ständig Ideen für Blödsinn, also von daher. Ach, ich wollte mir den Soundclip auf mein Soundboard packen. Come up with a new recipe! Nee, das ist nur ein Radio. Hier liegt was. Ach, nur ist es noch Metallsplitter. Lesen? Jagdtagebuch. Ja, das ist es. Alter. Der denkt sich auch andauernd irgendwelchen Kram aus. Ja. Nach deiner Erkennungsmarken. Staub zu Staub. Okay. Krieg ich hin, Chef. Das sieht ja schon cool aus. Mein Lieblingsrollenspiel ist The World Ends With You. Bei mir ist es auch relativ, ist das Spiel auch relativ weit oben. Es ist verdammt gut. Ich freue mich so sehr, wenn es Ende des Jahres rauskommt. Okay, die hat jetzt nichts wirklich. Aber mein Lieblingsrollenspiel. Ah, schwierig. Mein Kingdom Hearts zählt ja basically auch so ein bisschen zum Rollenspiel. Mhm. Dann wäre es wahrscheinlich Kingdom Hearts 2. Aber auch überwiegend aus Nostalgiefaktoren. Naja, Ogagon Crazy und so, ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Mhm. Da hat ja einiges bei mir angefangen. Achso, da soll ich. War das nicht wirklich dein Anfang im Videocontent? Das ist wirklich mein Anfang im Videocontent gewesen, ja. Persona 5 gucke ich mir momentan einen Stream von an. Das Problem ist, das Spiel hört nicht auf, dich an der Hand zu halten. Echt so schlimm? Es ist halt wirklich, sie könnten 50% des Dialogs wegkürzen, weil es nur Wiederholung ist. Ah. Du musst dir vorstellen, es wird eine Person gesucht und diese Person hält sich in einem, sagen wir jetzt mal, in einem Suppengeschäft auf. Ich nehme jetzt einfach ein random Beispiel, um keine Spoiler zu machen. Mhm. Und diese Person, also es ist eine, wir nennen es jetzt einfach mal ein, ja, nennen wir es einfach ganz blöd, es ist ein, es ist der Geschäftsinhaber des Suppengeschäfts, der sich in diesem Suppengeschäft aufhält. Der Suppen macht. Ja. Diese Information, bevor du diesen Menschen findest, wird dir ungefähr 7-mal gesagt. So wirklich halt, wir müssen das erste Mal. Oh, es handelt sich bei unserem Ziel um den Inhaber des Suppengeschäfts, der sich im Suppenladen aufhält, am Ende der Straße. Das heißt, du stehst vor diesem Geschäft. Wieder deine Mitglieder wollen mit dir reden. Das ist also der Suppenladen, in dem sich der Suppeninhaber von diesem Geschäft aufhalten wird. Er ist bestimmt dabei, gerade Suppe zu machen. Du gehst in das Geschäft rein. Hier riecht es aber lecker nach Suppe. Ich frag mich, ob das der Suppeninhaber-Geschäftsmann ist, der gerade Suppe kocht, dem dieses Geschäft gehört. Du gehst in die Küche und siehst einen Mann. Ich frag mich, ob das der Suppeninhaber-Geschäftsmann ist. Musst du dir das Spiel vorstellen. Mal davon abgesehen, dass du es ja nicht mal komplett streamen darfst. Du musst ja irgendwie. Doch, mittlerweile schon. Echt, mittlerweile schon? Ja, es war nur irgendwie das erste halbe Jahr oder so, dass du nicht den finalen Dungeon oder so streamen durftest oder du so. Du durftest ab einem halben Jahr schon nicht mehr. Da hat Atlas schon gesagt, komm, nö, darfst du nicht. Was ich ein bisschen radikal fand. Naja, aber mittlerweile darfst du es wieder. Also. Ah, okay. Das ist gut zu wissen.
Weil da die Sitte die Diskussion hatte, nämlich der Streamer, bei dem ich das gucke momentan, der ist nämlich gerade im finalen Dungeon und hatte dann diese Diskussion, aber hat sich erkundigt, dass er das auch wirklich darf. Also haben sie das mittlerweile rausgenommen, finde ich gut. Ja. Ich meine, klar, es ist der Content von Atlas, das kannst du nicht verneinen, aber es war schon ein bisschen radikal an einigen Stellen. Ja. Weißt du, du packst dann da Stunden über Stunden in dieses Spiel und streamst das auch regelmäßig dann. Sagen wir mal, du hast dir da auch eine Fanbase drauf aufgebaut und auf einmal kommt Atlas daher und sagt, nö, fuck you, darfst du nicht. Ja. Mach das jetzt aus. Und du denkst dir, ja, well, thank you. Was schlimm ist, Persona 5 hat mich schon immer mal interessiert, weil das Spiel einfach so richtig stylisch aussieht. Ja, also... Es ist auch echt gut, also so vom ganzen... also das Spiel ist richtig gut gemacht, von dem, was ich gesehen habe. Aber es ist halt sehr... Aber wenn du wirklich darauf achtest, was die in den Dialogen labern. Meinst du, der macht Suppe? Ja. Das ist so nervig. Alter, wieso sehen die Frauen so hässlich aus in diesem Spiel? An dem Tag war es nicht nur nicht Oh shit, it's a legendary. Hm. Und es hat ihn erstochen. Ja, so sammelst du wirklich alle diese Königswaffen. Du wirst es lieben, sobald du mehr als 5 hast. So mystische Waffen, die in geheime Kräfte geborgen sind, können noch des eingesetzt werden. Einsatz zehrt an seiner Lebenskraft. Aha. Ja, es sind leider Vampirwaffen. Sprich, also wenn ich sie benutze, nehme ich Schaden. Mhm. Sehr mächtig doch noch, das läuft. Schnell gefallen, kritischen Zustand wechseln. Empfiehlt sich da stets ausreichend Medikamente, jada, jada, jada. Mit Königswaffen sind außerdem keine Kombos möglich. Schwert des Weisen. もう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。ファックスで旅に。お前たちの実力を確認しておきたい。で、Nacken. Cool, jetzt habe ich noch einen Kumpan. Ja, für eine kurze Zeit, aber nur. By the way, benutze Kors Special Move. Du wirst ihn höchstwahrscheinlich lange nicht mehr die Möglichkeit haben, ihn zu sehen. Ach da, Löwenherz. Mhm. Okay, warte mal. Ausrüstung. Noctus. Ist das eine Waffe, die ich so ausrüsten muss? Ja. Ja, hier, Schwert der Weisen ist eine. Ja, die ist echt mächtig. Ich nehme die mal statt Magie jetzt mal mit. Mal gucken. Maustest. Mal gucken, wie die funktioniert. Alter, sind die stark. Mhm. Aber das ist richtig. Man kann echt keine Kombos machen. So, Löwenherz, was machst du? Der Typ hat einen Katana. Yep. Oh mein Gott. Er wollte gerade vor den stylischen Move machen und dann hat irgendwer von den beiden das Vieh erschossen. Oh ja, Mann. Leider.
Ich hätte gern noch ein Monster, bitte. Core ist so ein Badass. Immer, er hat einen Katana, das macht ihn auch nicht. Hast du seinen Spitznamen mitbekommen? Ich glaube nicht, nee. Er heißt der Unsterbliche. Okay. Ich sehe gerade, er ist seit 3700 Leben, Alter. Was ein Beeflord. Der Typ ist, glaube ich, irgendwie so um die Level 36 oder so rum. Das könnte erklären, warum er der Unsterbliche genannt wird. Nee, der Unsterbliche liegt daran, das würdest du in einem, es gibt ja für Final Fantasy 15 drei Episoden für die einzelnen Mitglieder. Okay. Die dann halt eine Story erzählen, die Noctis nicht mitbekommt. Und in dieser Story würdest du auch erklärt bekommen, warum Core der Unsterbliche genannt wird. Ich weiß nicht, ob du vorhast, die Sachen zu spielen. Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich erstmal vergessen, hier letztens den Film zu gucken. Mhm. Ich wollte es eigentlich machen, hab's aber total vergessen irgendwie. Ach, imperiale Spastis. So, Super Move. Oh mein Gott, er macht einen auf Virgil. Oh mein Gott, wie stylisch war das denn gerade? Aufgehalten durch Zaun. Alter, er wurde einfach durch einen Zaun aufgehalten. Weißt du, der Unsterbliche, der Samurai, aufgehalten durch einen Zaun. Das ist das Problem, wenn er Aber scheiße, ist der cool. Das ist fucking nice. Mehr? Ach da. Oh shit, das Ding ist Level 32. Oh, aber hin. Das kriegst du aber hin. Ja, ich denke doch. Nur Block und Parieren ist gut. Jetzt kann ich nur nichts sehen. Ja doch, das sollte eigentlich zu machen sein. Garulas sind eigentlich leicht zu killen. That shit's dead. Das war sogar eine Eillieferung. Wie praktisch. Ich sollte nur möglichst schnell... Also, ja. Ignis hat wieder sich gedacht, oh geil, das können wir essen. Ja, super, jetzt wird's Nacht. I've come up with a new recipe. Ist das jetzt ein... Nee, das ist einfach nur ein imperialer Mongo. Noch ist es nicht unser stahlköpfiger Freund. Ich bin jetzt sowieso leider ohnehin schon viel zu weit weg, um irgendwo hier einen Campingplatz zu haben. Edgelord Feeling? Keine Familie 15, gut. Ja, das, jeder hier ist ein Edgelord. Okay. Jeder trägt schwarz, ist dir das mal aufgefallen?
Ja, Lederklamotten. Ich hätte einen Biker-Vergleich verstanden, aber wieso Edgelord? Weil Biker sind auch Edgelorde, ja, so davon mal abgesehen. Edgelord verstehe ich sowas wie. Wie ist er nochmal? Aus Soul Calibur der Antagonist? Du meinst Nightmare. Ja, sowas verstehe ich unter Edgelord. Der Nightmare ist auch ein Edgelord. Es gibt eine Menge Definitionen von Edgelords. Das ist das Problem an Edgelords. Du kannst es nie richtig definieren. Ich habe mal jemanden gesehen, der versucht hat, einen Edgelord zu beschreiben. It did not work. Ah, okay. Mich hier auf diesen Felsen aufhalte, kann mir dieser Stahl-Bioblaster? Bioblaster gefunden. Ist eine schöne Schusswaffe. Kannst du vielleicht Prompto geben? Der hat ein bisschen Spaß mit. Ja, ich wollte gerade sagen, klingt nach einer Sache für Prompto. Prompto? Ne, es ist keine Schusswaffe. Ach doch, hier. Ach, das ist eine Maschinerie. Mhm. Ah, ich dachte, das wäre eine Schusswaffe. Ja, gut. Dann hab Spaß damit, mein Dude. Schön jetzt Vergiftung die ganze Zeit bewirken. Wird da Spaß mit haben. Schön die ganze Zeit jetzt Vergiftung verursachen. Mhm. Wird da Spaß mit haben. So, und das war's mit Core. Das war's schon? Sorry, Zeit war kurz. Alter, die paar Schritte hätte ich auch so machen können. Na. Da hätte er jetzt nicht unbedingt mitkommen müssen. Nee, du musst es einmal mitbekommen, wie toll er ist. Nur um ihn dann weggenommen zu bekommen. Ja, ich fand ihn an sich jetzt gerade schon cool. Aber das war wirklich kurz. Also, deshalb habe ich gesagt, mach so schnell wie möglich einfach mal seinen Move, um ihn zu sehen. Das war ja... Alter. Das war ein Spaziergang, war das. Das Gute ist, hier unten kann mir dieser Mega-Stahl-Oger nichts anhaben, ne? Geht mal Stahl-Oger? Voraus. Ja, der immer auf den Straßen gerne mal auftaucht. Ach so, der Eisengigant. Ja, der Eisendöner-Dommel da. Nee, der kommt hier nicht. Der kommt nur auf Straßen. Mann, du trampelt hier. Hast du jetzt eigentlich mal die deutsche Synchro? Nö, ich habe noch auf Japanisch gelassen heute. Oh. Ja, aber eigentlich hast du ja recht, wir könnten mal... Audio... Wo kann man das denn jetzt einstellen? Untertitel? Nö. Ich glaube, das kannst du nur... Bei Sprache müsstest du es eigentlich einstellen. Oh, hier. Ganz oben. Okay, Moment. Wir geben uns mal eine Zeit lang... Was? Änderung zum Titel wird schon ungespeichert. Fortschritt geht verloren. Oh, nein. Nee, gerade nicht. Oder kann ich hier ja, das? Nee, ich kann hier unten gerade nicht speichern. Aber ich glaube, wenn du einmal rausgehst, dann kannst du speichern. Ja, ich mache jetzt hier, ich mach jetzt den Dungeon hier oder was auch immer das ist und dann schalte ich danach mal um. Doch die Tür war fest verschlossen. Verschlossen. Alter, spooky hier unten. Oh geil, Licht aus. Ach, Goblins. Oh.
Arsch voll Goblins. Eine Gedenkmünze. Der Promptor redet echt viel. Unser Captain Potato. Ja, das ist aber wirklich jetzt hauptsächlich hier unten. Echt hier unten? Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich das nochmal replayed habe. Also Prompto quatscht in diesem Teil des Spiels echt am meisten. Da hält er einfach mal nicht die Fresse. Ja. Oh Mensch. Boah, manchmal Sachen aufheben ist echt eine Folter. Das Zeug. Noch ein Elixier. Geil, dass hier unten so viel rumliegt. Oh. Ach so, einfach mal so ein Kanister, wo ich mir Elementarmagie abzapfen kann. Jo. Cool. Oh shit, ich habe die Dusche gefunden. Es passiert nie was Gutes in der Dusche. Ich bin. Upsala. Ich meine, hier gut, hier unten. Autoarmbrust. Okay. Noch ein Spielzeug für Prompto. Ich wollte gerade sagen, der kriegt da jetzt gerade. Achso, ich könnte ihm jetzt entweder den Bioblaster geben oder die Armbrust. Ich glaube aber. Das erhöht seine LP ein bisschen. Was ist da diese Patrone da unten? 10%. Ich glaube, es ist, wie gut diese Waffe Rüstung brechen kann. Ah, Dämme, also hier Rüstungsdurchbrechung. Ist ein klein bisschen schwächer. Komm, nimm mal die Armbrust. Macht schon Spaß. Ah, jetzt hat es sich jetzt erst. Er hat jetzt einen zweiten. Sternhülle. Ihr habt jetzt alle andere Dings. Noch andere Kommandos. Ich lasse es aber erstmal bei dem, was wir da haben. Ach, kann ich Gefährten doch ohne PlayStation Network spielen? Das ist dann nur halt ein Offline-Adventure? Cool. Was ist das denn? Oh, eine große Spinne. Oh, eine Arache. So, it's already dead. Kann man in Kisten oder sowas finden? Also in so zerbrechbaren Kisten? Habe ich bis letztens gedacht, nein, aber scheinbar ganz, ganz, ganz selten. Also sehr geringe Drop-Chance. Ja, und dann ist es meistens nicht worth your trouble. So ein Heiltrank oder so. Ah. Hola. Hey, Gex. Hola. What the fuck war das denn? L2 und Kreis.
Jetzt sag nicht, ich krieg schon direkt meine zweite Königswaffe. Ja, toll, ich krieg direkt schon die zweite. Hm. Gerade eben erst die erste bekommen und hier jetzt krieg ich noch eine derbe Axt. Erstmal von der Axt erstochen werden. Dead. Stylisch. Oh ja, bitte zum Eingang zurückkehren. Und dann werden wir gleich mal probieren wir gleich mal die deutsche Synchro aus. Mal gucken, wie die so ist. Man kann ja immer noch zurückändern wieder. Also scheinbar gibt es Fans davon in deiner Community. Ich persönlich mag sie nicht. Also kann ich immer noch nicht speichern. Weil du dafür an Raststätten sein musst oder irgendwie sowas. Ja gut, warte mal, hatte ich sowieso vor. Hm? Hui. 帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば2周の道が閉ざされる。力を得るところではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて?帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を。 Wir müssen einfach mal so ein bisschen was zerstören, damit wir weitermachen können. No, naja, big, no big deal. Sonst kannst du deine Quest nicht fortsetzen. Dann heißt's Game Over. True that. Ich würde mich ja hier oben gerne noch ein bisschen umgucken. Aber da ist eine Raststätte, da ist ein Campingplatz vor allem. Kann ich nicht von der Karte aus irgendwie fast traveln? Du musst zumindest in deinem Auto sitzen. Shit. Zum Gepack. Achso. Ich kann aber fast traveln zu meinem Auto. Ja, das kannst du machen. Das ist schon enough. Das genügt mir. Ja, genau, weil da oben ist ein Dingspunkt. Können wir campen, kann Ignis wieder was kochen. So. Derbe campen, zelten. 2 FP dafür. Geil. Bilder von Prompto gucken. So, was gibt's denn heute zu essen? Achso, das sind die neuen Rezepte. Snip. Geh kochen, mein Dude. Naja, aber es bringt nichts, jemand anderen als die Boyband loszuschicken zu den Gräbern, weil niemand sonst was mit den Waffen anfangen kann. Außer der Kronprinz. Neues Rezept, gedünsteter Fisch in Ölsoße. Lecker. Selfies, oh nein! Prompt hat nicht wirklich jetzt realisiert. Was, wenn ich mich vor die Kameras stelle? Soll ich dir was sagen? Na? Das ist ein Special Move. Jetzt ernsthaft, das ist nachher ein Special Move? Ein Selfie ist ein Special Move von ihm.
Oh Gott. Komm, als Erinnerung an Kor. Wenn wir ihn jetzt schon lange nicht mehr wiedersehen werden. Ich glaube, du siehst ihn noch einmal in relativ naher Zukunft, aber dann war es das. Gut, dass ich jetzt ein Erinnerungsfoto an ihn habe. Ist immer gut. So, jetzt würde ich sowieso zum Hammerhead zurückkehren. Zum Hammerhai? Ja, genau. お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。 Ach ja, warte. Speichern. So. Habe ich jetzt Geld bekommen, weil ich mit jemandem gesprochen habe? Okay. Einstellung, Sprache. So, ihr wollt unbedingt die deutsche Synchro hören. Okay, denn. Ihr wollt die deutsche Synchro? Hey, Mr. Schuhspin, du bist schon live seit einer Stunde. Du solltest schon 120 Milliliter Wasser zu dir genommen haben. Irgendwann mute ich diesen Bot. I mean, for fuck's sake. Die müssen den mal ein bisschen runterschrauben. Ne? Das ist schon ein bisschen radikal. Wieso? Jede Stunde? Ja, jede Stunde. Es ist jede Stunde zu viel. So. Hat das jetzt schon geändert? Mal gucken. Ja, hat er. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Bin ich ja jetzt mal gespannt, wie die deutsche Boygroup klingt. Wir haben jetzt mal von der typischen K-Pop Boygroup auf. Nennt mir mal eine deutsche Boygroup. Gab's eine deutsche Boygroup? As Five? War As Five deutsch? Und wenn wir denn die englische Version spielen, dann haben wir die Backstreet Boys. Ja, die spiele ich die ganze Zeit. Macht auch Spaß. Okay, Tokyo Hotel. Das ist eigentlich jetzt ein perfekter Grund, um wieder auf Englisch zu ändern. Like instant. Außerdem sehe ich Tokyo Hotel nicht als Boygroup, wenn sich die meisten davon anziehen wie Mädchen. Nicht, dass es falsch ist, wenn sich Männer wie die Frauen anziehen, aber meine Fresse. Die haben echt damals übertrieben. Und die Musik war schrecklich. Durch den Konsum! Fanta 4. Am Aldi vorbei! Moment, Fanta 4? Fanta 4 ist doch keine Boygroup. Das würde ich nicht als Boygroup einstufen, das ist mehr. Mama, waren auch nicht deutsch. Egal! Boygroup! Nee, aber Fanta 4 war doch. Der war doch mehr. Oh. Fällt mir der Name nicht ein. Rap. Ja, so Hip-Hop, Rap, so Mundmusik. Mundmusik. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Schönen guten Morgen. Schau mal wieder rein. Okay, die Verkäuferin klingt nicht schlecht. Von den anderen hat jetzt noch keiner geredet, deswegen. Stimmt, ich wollte die Ausrüstung nochmal. Mit dem Dampfreinigungsgerät deinen Körper. Okay. Ui. Beefig. Können wir noch? Ja, ein bisschen Sprit haben wir noch. Schurig? Fahr uns mal hier. Oder so. 10 Geld habe ich jetzt auch gerade mal über. Der Kristall. Stimmt, A Cappella. Fanta 4 ist mehr A Cappella. Das war das. Das Wort habe ich gesucht.
I was looking for that. Ach, leck mich. Nö. Oh Mann, oh Mann. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Noctis klingt cool. Ja, okay. Promptus klingt irgendwie... Komm mit, Noct. Ignis, wie redest du? Alter. Noctis klingt okay auf Deutsch. Oh, besten Dank. Jetzt braucht der Kochtopf nicht zu ruhen. Warum jagst du eigentlich nicht selbst? Nun, als Kind hat mich mein Hunger zwar schon dazu gezwungen, mein Essen gewaltsam zu beschaffen, aber eigentlich bin ich eher friedlich. Seit Sid mich unter seine Fittiche genommen hat, benutze ich mein Messer nur noch in der Küche. Nun, wie auch immer. Und hier kommt der Online. Hier ist eure Belohnung. Kocht was Schönes damit. Das Spiel ist blind für mich. Lass mich raten, jetzt will er von mir, dass ich PlayStation Plus kaufe. Eine Mördertomate! Jop. Darf ich euch um Hilfe bitten? Ach, leck mich. Ja, klar doch. Mein Lieferant wird von Wildtieren aufgehalten und kann seine Bohnen nicht liefern. Die Bohnen! Bohnen also. Nicht dein Ding. Geht so. Dann hast du noch keine guten gegessen. Die Würzmischung macht's. Meine Stammkunden sind der beste Beweis. Wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Okay, Noctis klingt im Deutschen manchmal wie so ein sehr genervter Teenager. Ja. Und das hat mich ein bisschen abgeturnt. Immer, ich gebe dem Ganzen jetzt mal. Dein Sturkopf, Noct. Könntest ruhig mal ein Herz für Bohnen zeigen. Nani? Ja, S-H-O-O-S-H miteinander. Ja, mein Dank, Chris. Gladius und hier Ignis klingt gar nicht mal schlecht. Was? Aufgabe? Was? Oh, Hoheit! Hey! Moment, ist das Sydneys Stimme? Na, macht ihr etwa gerade Pause, Hoheit? Schön, das ist nicht Sydneys Stimme. Willst du uns etwa einspannen? Warte, das muss ich mich anhören. Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Oh mein Gott. Ja, aber heute liege ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Information aufgeschrieben. Oh mein Gott. Ich mach's in Englisch schon mehr. Das wäre genau das Richtige für den Regal. Klingt sie wie ein Country Girl. Ja, wie ein Country Girl mit Raucherlunge. Ist doch für den Regal, ja. Eigentlich schon, aber... Also halt im Englischen, klingt sie gut. Warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht. Zumal... Wieso? So wie sie klingt... ...unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Ich sag's ja nur ungern, aber... Wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich weiß. Point taken. Sydney wollte die Arbeit eigentlich für uns erledigen, oder? Ich werde es... Was denn? Eine Niffenwaffe? Ah, die Autoarmbrust kann ich damit hochjagen. Was denn? Und den Bioblaster auch. Mein Kreuz bringt mich immer am Mund. Nichts zu tun. Okay. So, warte mal. Let me see. Aufgaben. Kriegserklärung. Level 8. Das ist Level 6, Level 7. Das können wir also auch noch machen. Ist auch hier alles in der Nähe. Aber warte mal. Der Sonderauftrag, der war doch hier einfach in der Nähe. Bäh. Also ja, nur um es mal zu spoilern. Ich glaube nicht, dass ich die deutsche Synchro lange behalten werde.
Ich würde der Englischen sehr... Ich recommende die Englische. Das ist richtig gut. Weiter geht's. Einen Moment. Mal Ignis klingt okay, Gladius klingt okay, Noctis klingt auch an manchen Stellen okay, auch wenn er oft klingt wie so ein super genervter Teenager. Sydney ist schrecklich. Sie klingt echt wie eine Texanerin mit Raucherlunge. Also was sind diese Sonderaufträge jetzt eigentlich genau? Also diese Tagesmission da. Ja, wie du schon gesehen hast, du verdienst damit AP, die du dann in einem Shop eintauschen kannst. But what do I have to do? Du musst, das steht da glaube ich bei, ich glaube du musst einen Tatui und einen Freak-Tatui so. Oder so killen. Ach so! Ah! Ach so! Ja, Noctis ist echt ein... Der ist echt scheiße drauf. Klingt super angepisst. Was ist denn das hier? Ah, hier in der Nähe soll es sein. Promptus Stimme auf Deutsch ist... Ui. So schlimm? Ich würde ihm am liebsten eine Kartoffel ins Maul stopfen. Da. Schau mal nach, guck. Ja, oh, Gladio hat ja gar nicht so diese Beef, richtig Beef-Stimme. Er geht trotzdem noch, finde ich. Im Englischen hat er so eine richtig tiefe, brummige Stimme. Ja, stimmt auch wieder. So richtig so, ich bin Gladio. Ich bin Gladio. Also ja, also bislang japanisch definitely superior. Mann, Kor ist echt ein krasser Typ. Wie gesagt, probier die Englische zumindest einmal aus. Ja, probieren wir gleich als nächstes. Sofern ich hier von meinem kleinen Abenteuertrip und fertig bin. Wechseln wir mal auf Englisch und mal gucken, wie das dann klingt. Was ich Englisch, also deutsche Synchronsprecher haben irgendwie nichts drauf. Ich weiß nicht. Häufig nicht, ja. Da, die blauen Ausrüstung. Ja, ja, ich sehe schon. Warum läuft hier auf einmal so funky Musik? Ja, ist die Zeitauftragmusik. Ach, das ist extra Musik? Mhm. Ach ja, ich habe mir ein schönes grün-schwarzes Auto gemacht. Boah! Ja, Gott, Prompto! I can't see shit. Ja, doch, Noctis geht eigentlich. Schon schlimmere Stimmen gehört. Gott, sind das hier viele. Geben wir uns jetzt peinliche Spitznamen? Einmalig.
Die Musik ist funky, aber irgendwie auch merkwürdig. Meine Güte, wie viel kommen denn hier noch? Lol, der Parry ging nicht durch. Ach, da zielt 50. Ach so. So ist das. Wie hoch kann man so ein Kommando hochleveln? Kommt auf das Kommando an. Ach da, Stufe 6 von 8, da steht's. Okay, dann lassen wir das erstmal. Leveln wir das erstmal weiter hoch. Merkwürdig irgendwie. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was der die ganze Zeit da singt. Gotcha. So viele. Ja, 50 Stück halt, ne? Oh, Messerschmeißer. Das erinnert mich, diese Musik, ey. HP erhalten. Kannst du haben, wenn du gegen Prämien eintauschen. Okay, jetzt will ich mal ja, sehen. Nur 50 sind jetzt nicht so nicht viel. Nee, ich sehe schon. Ich kann mir dadurch höchstens zwei Gedenkmünzen holen. Mhm. Also so ab den höheren Beträgen wird es richtig witzig. Einfach mal so 100.000 Gil, 300 FP oder 50.000 Erfahrung. Ich bin ja an der Waffe interessiert. Ich weiß nur, wann ich weiter das. Kann Start erneut angenommen werden. Moment.
Tatsache, man könnte jetzt nochmal machen. Kann man? Keine Ahnung. Die funky Musik hat noch nicht aufgehört. Jetzt hat sie aufgehört. Jetzt regnet es auch Erfahrung. Ich dachte, das ist so eine Sache, die kannst du nur einmal pro Tag machen. Nicht die Bohne. Ah, hier. Wie weit ist das weg? Ach, da. Da ist das ganz. Ja, gut. Müssen wir halt mal ein bisschen laufen. Klingt wirklich aus David Guetta und Hip-Hop. Ja, so ein bisschen. Die Musik da oder wie? Ja. Klang sehr merkwürdig an einigen Stellen. Und jetzt sind wir wieder hier in dem Gebiet und hier ist wieder alles normal. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Schwer. Umgebolzt. Dein Gesicht ist vollkommen verdreckt. Heute Abend wirst du ordentlich abgeschrubbt. Keine Widerrede. Mann, Ignis, wenigstens waschen kann ich mich selbst. Einfach mal so eine Waffe gefunden? Ja. Deshalb sagte ich so, dass du diese Schatzkissen-Symbole immer absuchen solltest. Manchmal ist eine Waffe drin. Sogar eine ziemlich gute. Mhm. Also für Gladio definitiv was ja, zum glaub, Spielen. Ja doch, ich glaube, ich gebe dir. Ja, ich gebe dir Gladio. Ich kann ja mal mit dem Speer rumrennen. Oh ja, eben tut das gut. Und wird wieder schön warm. Ich habe nur leider noch kein Schild. Das wird wieder schön warm unter der Maske gerade. Der Maske. Ja, ich sprühe gerade mit Silikonspray wieder rum. Ja, Mensch. Da warum ist hier die Musik so unglaublich menacing? Bügeln später. Ja. Genau, Sydney. Hm? Ach, ich habe einfach mal mein New Game Plus angefangen und ich renne hier gerade mit Level 100er Charakteren rum und sie sagt so, geht bloß nicht nach der wenn es dunkel wird, raus, da sind sicher, die machen euch tot. Mhm. Bloß nicht nach Anbruch der Dunkelheit. Mhm. Ist richtig, Sidney. Ignis, wie viele Königswaffen gibt es? So viele wie ich es gibt. Ich finde, hier fast alles One-Shot sind viele heute verschollen. Wie eine Schatzsuche. Ja, Twitch, du hast mir gerade schon zweimal Werbung reingeknallt. Willst du mir noch ein drittes Mal Werbung reinknallen? Hey, kennst du schon diesen neuen Film? Kennst du diesen Film hier? Ich bekomme gerade, hab gerade zum dritten Mal hintereinander Windows reinbekommen. Oh. Nee, aber seid ganz ehrlich, die Werbung auf Twitch ist erträglicher als die auf YouTube. Nein. Was? Sneaky Pete. Dieser Stinky Pete kann nicht so schlimm sein wie das, was YouTube da in den Kopf wirft. Doch. Diese YouTube-Werbung ist einfach nur abscheulich schrecklich. Scheiße, ich muss da hoch. Deswegen hat man Adblock. Ja, dann funktioniert Twitch nicht. Erstmal das und zweitens funktioniert dann mein YouTube nicht mehr. Ich höre Magitech-Motoren. Jetzt muss ich doch noch irgendwo hochfinden. Ja, leck mich doch am Arsch.
Kriege ich irgendwann im Laufe des Spiels so eine Art Grappling Hook? Nein. Supersprung, something. Jetzt muss ich hier die gesamte Klippe entlang laufen, in der Hoffnung, dass hier irgendwo hochkommt. Ist es eigentlich anstrengend, die Kraft der Könige zu benutzen? Schon. Kommst während des Hauptspiels kein Grappling. Vielleicht solltest du einfach früher schlafen gehen. Ja, Papa Gladio, ich gehe demnächst früher schlafen. Was? Hey, habt ihr das auch gehört? Suchradius, ne? Nebenaufgabe vor einem bestimmten Areal absuchst. Aha. Oh, ich hasse. Hört man das? Ja. Was ist nicht nervig? Ups. Pfeffer. Pfeffer, der auf dem Boden liegt, mein Lieblingspfeffer. Lachs und Bagels, mein Lieblingsessen. Ich könnte ein Pferd essen. Also Lasagne. Ach ja, recommended Level 1, Mensch. Okay. Hier ist einfach nur... Über dir. Was ist das jetzt hier? Geilen Tunnel. Okay, los geht's. Wie du meinst. Erzfund, Leute! Hab ich das jetzt? Ja, hab ich. Wachs muss irgendwo hier liegen. Ja. Ah. Suchen wir. Okay, ich sollte hier rein. In der letzten Stunde verpasst nichts. Wir haben eigentlich jetzt nur auf Deutsch umgeschaltet und schalten bald wieder zurück. Oder auf Englisch. Oder auf Englisch, ja. Was ist das? Englisch ist gut. Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh. Fucking Ignis. Weißt du, du liest einfach so eine blöde Nachricht und er so, oh ja, geil, Rezept. Ja. Raff ups, Kameraden, aber ein Teamwagen aufgefüllt ist manchmal 10 Teamlinks möglich. Ah. Okay, das ist cool. Das war schon cool. Aber die Musik ist echt geil. Hm? Die Musik ist aber echt geil. Das Spiel hat generell einen verdammt geilen Soundtrack. Also gerade hier, wo wir letztes Mal in dieser einen Stadt waren, die eingenommen wurde, der Soundtrack war so fucking gut. Klang so unbelievable. Unbelievable. Hm. Auch wenn, wie gesagt, Sachen aufheben, das hier ist ziemlich alt. Alter. Frickelig. Ja, manchmal möchte Noctis einfach nicht Dinge aufheben. Kriegst aber auch noch raus, so dass du den Abstand abschätzen kannst, wo du genau hin dich hinstellen musst. Ja, er springt dann immer. Das ist dann so dieser Punkt. Wilde Bobby-Pills
Zeit, gute Nacht zu sagen. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Ja, wir schalten gleich mal auf. Oh, Goblin Surprise Attack. Lass uns über die Waffen sprechen. Surprise Goblins. Surprise Buttsacks. Oder könnte ich jetzt hier einfach... Nee, kann ich nicht. Eine verrotzte Münze. Wann kann ich mich eigentlich denn zum Dings zurückporten? Diese Hitze. Zum Auto oder was? Ja. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ist unterschiedlich. Ist es ab einer bestimmten Distanz oder? Ich glaube immer eigentlich, oder kannst du es momentan nicht? Ich kann es jetzt gerade nicht. Jetzt kann ich es auf einmal. Vielleicht weil du in einem Kampf warst oder in der Höhle? Ich glaube dann nicht. Okay. Dann war das offenbar noch... Der Tunnel zählte als Höhle. Ja, ich wollte gerade sagen, dieser kleine Tunnel da, wo ich noch war. Kommt, lasst uns shoppen. Auf geht's. So. Speichern und dann schalten wir auf Englisch. Ich will mal wissen, wie Sydney auf Englisch klingt. Sehr gut. Beziehungsweise generell der Cast auf Englisch. Ich will auf jeden Fall nicht nochmal ihre Stimme auf Dings hören, auf Deutsch. Das ertrage ich nicht. Also auf Englisch wirst du sie gefallen, wird sie dir gefallen. Sydney. Ah. Sie klingt auf Deutsch echt wie eine Texanerin mit Raucherlunge in ihren Mitte 70ern. Weißt du, da wenn du sie siehst, denkst du dir, Har. I want to motor that boat. Und wenn du denn ihre deutsche Stimme hörst, denkst du dir, nee, nicht mehr. Naja. Da gibt so viele Leute, die gecosplayt haben, ey. Ja, wundert mich. Ja, warum wohl? Easy Klicks. Das ist genau wie mit hier, mit Nier Automata. Ja, 2B war auch so. Ja, 2B hieß sie, genau. Na, genau dasselbe. Da beschwert sich diejenige, die Moonmoxie und Moxie. Ich sollte nämlich nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin ganz ehrlich, Moonmoxie hat zwar Ausschnitt, aber da hört's auch schon wieder auf. Und Moxie, Mad Moxie, guck dir die mal an. Ja, ich weiß. Es geht aber auch noch, finde ich. Da gibt's auch weitaus Schlimmeres. Ah, es gibt schon einen Grund, warum Holt immer wieder sagt, sobald ich die Cosplayer ziehe, dir was an, Mädchen. So ruhig bei euch im Chat. Da ist ja, nee. Es sind 31 Menschies da. Ja. Alles Lurker. Sind eigentlich alle am Lurken hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie es auf Englisch klingt. Very good. Aber wahrscheinlich werde ich sowieso wieder auf Japanisch umändern. Ich weiß nicht wieso. Gefällt mir irgendwie bislang noch am besten. Oh, du kannst bis morgens und abends warten. Wie gut ist das? You found it. Well, I'll be. And it's still in pretty good condition. Ja, so muss sie klingen. Danke. Some of this wax on your car, ne? And y'all be gliding down the road and saving gas too. Sie hat zwar auch einen Akzent, aber sie klingt um einiges schöner. Texanischen Akzent passt zu ihr einfach. Ja. Every rumor there is a grain of truth.
After all, when it comes to cars, Crown City folk know their business. It's a right shame they put up the wall 30 years ago. A lot of goods became the stuff of legend, including this wax. That's too bad. Paw left the city and never Macht das Lied auch nicht schlecht. So I've only ever come across what he had lying around the garage. But now that we got ourselves a can, why don't we crack her open and put those rumors to the test? Let me know if you want me to give you a hand with the waxing. Also, du darfst mir gerne eine Hand geben. Traurigen Handjob. A sand handjob, ja. Oh nein. Wenn wir wieder auf dem Cards Against Humanity Humortrop sind. Yes, please, I take a sad handjob. If you need a favor, we'd be happy to help out. Oh, ain't y'all sweet. Don't you worry about little old me. I got a lot to do, but I can fend for myself. I think I owe it to you. All right. If y'all wouldn't mind fetching me some ore, I'll fix you up with something real nice like. Eleganz auf Rädern zum Zielort begeben. Ah. Cool, direkt abgeschlossen. Rotsteinsplitter habe ich doch, oder? Thanks for the help, Prince. Have y'all considered becoming hunters full time? Let's see. This here's for paint. That one's going for treatment. Oh shoot, I gotta phone Hall. Well, looks like another sleepless night. Seriously? Got a few folks waiting on repairs, so duty calls. Anywho, as promised, here's your reward. You can slap that decal right on the regalia. Try her out. Rennstreifen. Farbkatalog. Nice. Warte mal, wo konnte ich das jetzt noch mal? I can't believe Cindy is slaving away all night. Ich kann über Level 100 gehen. Didn't seem to mind. Was? Hey Prince, can I borrow you for a sec? Let me guess. Another favor? You're gonna ask me that every time, ain't ya? But as it were, I was hoping you might find something for me. No problem. One of us will do anything for you. And which of y'all would that be? Anywho, I need y'all to fetch me some fiberglass coating. I asked a hunter to bring some back, but wouldn't you know it? Fella took a break somewhere and left it behind. Funny thing is, ihre englische Stimme ist echt nice. If y'all go fetch it for me, I'll throw it on the regalia for you. Aber konnte ich bei ihr nicht? Well, ain't you a lucky one? I've got just the thing. Achso, hier. Hier. What are y'all after today? What coat do you fancy? Geil, im Dunkeln kann ich auch so viel sehen. Go on, pick a color. Oh. Gesundheit. Super. Nee, ich muss, das war ein Kichern, was ich unterdrücken wollte. Ich habe gerade ein sehr interessantes Bild gefunden von meinem Spielstand. Okay, sag mal die Konfi. Dann dachte Prompto sich, ey, lass mal ein Selfie bei völliger Dunkelheit machen. Wir sehen alle ziemlich unterbelichtet aus. Well, here's what I can do for her. How about the decals? Ach, du Heilige. Anything you like? Das wirkt ja fast schon creepy. Anything you like? How about the decals? Ach du heilige Scheiße. Das Problem ist, ich kann gerade nichts sehen. Anything you like? What are you fixing to upgrade? Neue Reibung verringert, das Kraftstoffverbrauch reduziert. Von mir, die hat mal Iris gekostet. I'll polish her up nice for you. Warte. War Iris diejenige, die ich so mochte? Iris hat braune Haare und so ein schwarzes Oberteil. Moment, das klingt nicht nach derjenigen, die ich so mag.
Ich geh erst mal. Zumindest, dass sie ihre Seas, glaube ich. In addition to kicking ass and keeping the peace. Iris? Okay. Doch, das ist die, die ich mag. Iris MC. Sie hat mir meine Freundin gecosplayt. Ich liebe diesen Charakter. Es ist so schade, dass du ihn so kurz nur hast. Warte, ich guck mal kurz, ob ich Bilder davon finde. Oh, meine Hände. Bin ich selbstsüchtig, wenn ich eine Freundin haben möchte, die voll auf Cosplay steht? Nein. Und dann mein Lieblingscharakter, Cosplay. Sowas nennt man Vorlieben und ich hab auch solche. Kaum lernt der Typ Selfies zu machen. Ne? Alter, ich weiß nicht, wie ich dieses Bild hinbekommen habe, aber ich finde es so cool. So, warte mal, jetzt will ich aber mal sehen, wie mein... Das schicke ich mal nur Keks, weil es ist wahrscheinlich ein Story-Spoiler für Shadow. Hunters lead a busy life. Neko, du kleiner Spammer. Well, just leave her to me. Neko hat an die 1000 Bilder schon mal gepostet. Na, zumindest an die 7000. And this goes there. Na komm, wie lange geht das nicht mehr? Jetzt bei Tageslicht sieht das nicht mehr so vom Lack her so nice aus. Ja, jetzt bei Tageslicht... Sydney! Sydney! Wir müssen noch mal quatschen. Das sieht jetzt... Finde ich nicht gut. Finde ich doch nicht mehr... Ja, dafür, dass es rubinrot sein soll, das sah bei Nacht um einiges cooler aus. Das sieht auch scheiße aus. Oh. Ich liebe dieses Bild. Ich habe das meinen nur Keks alleine geschickt. Genau das Outfit hat sie gemacht. Das sieht schon besser aus. Also das, was du in die Konfi, was ich in die Konfi geschmissen habe. Oh, das sieht echt episch aus. Ich weiß nicht, es ist ein automatisches Bild. Es ist so toll. Well. Ah, jetzt kommen wir an der Stelle, wo ich kurz mit ihr rumrennen konnte. Natürlich habe ich dann 10.000 Bilder von ihr gemacht. Oh, yes. Oh, I like that. Schwarz-orange. Ja, doch. I like that. Eine gute Farbkombi. Ja, das sieht nice aus. Das nehmen wir. Ja, eben, das ist Pflaume Purpur. Das sah nicht nach Rubinrot aus. Bei Rubinrot denke ich an so ein richtig schön rotes, tiefes Rot. Ich habe vergessen, dass ich einen Comic hatte. Ah. So, was haben wir denn auf unserer To-Do-Liste? Lass mir ein Meme zukommen lassen. Oh, I love Memes. Vielleicht sollten wir das hier mal. Belohnung Amethyst. 500 Erfahrungspunkte. Da sollten wir nicht hin. Ein Comic in drei Bildern. Die anderen zwei kommen sofort. Oh, warte mal, das können wir aber gerade... der Hauptstory anknüpfen. Zusammen mit dem hier. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einmal so. Wir fahren jetzt einmal hier nochmal an den Strand. Packt ein, Jungs. Wir fahren an den Strand. Und so gerne ich ja an sich auch mit dem Auto fahre, ne? Aber für 10 Gil Fast Traveln ist nicht so schlimm. Ja, aber dann verschwendest du die ganzen schönen FP. Auch wieder wahr. Ja, machen wir den Rückweg halt, fahren wir den Rückweg halt so. Aber dass wir wenigstens diese Quest, die hier so weit außen ist, mal abgehakt haben. Oh, ich liebe dieses Comic. Dieses Prompto-Comic, was einfach passiert ist. Stock up on potions and stuff. Nice. What do you mean for a change? Das Bild, was ich dir jetzt sende, sende ich dir auch im Privat. Außerdem, ich will angeln, to be honest. Oh, ich bin ganz ehrlich, ich liebe dieses dieses Gebiet hier an der Küste. Geil, denn Kai ist schön, ne? Mm.
gehe mal davon aus, dass später noch mehr solche, dass später auch noch Gebiete kommen, die gut aussehen. Ja. Was? Ja. Unser Preis gekündigt für Foto über Thema Ignis. Ah ja, ich weiß. Die saß da Stunden dran an diesem Cosplay. Weil die jetzt alles, diese ganzen roten Dinger, die sie auf dem Oberteil hat, hat sie einzeln ausgeschnitten, einzeln abgemessen, was für einen Abstand das haben muss. Mein Gott, sieht sie süß aus. Ja. Ich bin überhaupt nicht biased, weil ich den Charakter liebe. Und das ist halt einer meiner besten Freundinnen, die wohnt 5 Minuten von mir entfernt. Ohne Witz. Okay. Very cute. Would sweeten my sugar, would sweeten my coffee with it. Ach so, nein. Ach, die sind. Ja, genau. Ach, es ist schön, wenn du später deine MP so extrem gemaxt hast. Du kannst einfach 50 mal hintereinander porten. Und no one cares. You just port yourself. Ich kann ja, ich muss jetzt mal gucken, wie oft ich mein Schwert werfen kann, bis ich wirklich in die MP-Stase renne. Ich schmeiß mein Schwert. Hey, you made it back. Ich muss erst nur wieder aufladen lassen. Come on, you ought to be proud of yourself, Your Highness. The work you did today could save lives. How's that? Alter, Dino klingt wie so ein Eichhörnchen. Ich mag Dino nicht. Dino ist doof. Dino ist doof. Den Typen nicht ab. I'm a man of my word. So here you go. I look forward to doing business with you again sometime, gentlemen. Man freut sich, da freuen wir dann nach Hause. Ach, die muss ich nur noch abschließen. Ja, Mensch. Ein Amethyst am Dings. Und noch eine Aufgabe hat der Arsch für mich. Wunderbar. Ja, der gibt dir dauernd Aufgaben. You might just have a future in journalism. Well, at least that makes one of us. Oh, touche. So look, I need a hand. Thing is, it's too dangerous for your average Joe. That's where you come in. I'll make it worth your while. Wait, what? Was von Angel, was? Bevor ich den stärksten Boss, seid ihr bereit? Ich habe eine Rezeptidee. Oh, geil. Here we go again. Maduka Magikarp. Oh, wie geil. Ich habe eine Rezeptidee. Also bei mir Auto filtert das direkt in Madoka Magica. Hm. Da müssen wir hin. Später noch. Es ist halt ein Carpador mit dem Hairstyle von Madoka. Ja. Ist jetzt nicht so witzig. Weiß nicht. Dass man nur immer diesen elendig langen Steg umherlaufen muss. Ja, ja. Das begreife ich nicht so ganz. Naja. Ich meine, es sieht geil aus, aber warum muss dieser elendig lange Steg hier sein? Ja, du wirst ja nicht oft jetzt hingehen nach Galdin Kai. Sobald du die Hauptstory jetzt weitergemacht hast. Und dann die Map erkunden kannst, wirst du kaum noch nach Galdin Kai zurückkommen. Schade eigentlich, weil dafür sieht es trotzdem schön hier aus. Ich meine, für Nebenquests oder so immer mal wieder, aber für Hauptquests kaum. Ach, warte mal, ich könnte doch gucken, was hier nochmal an Viechern rumlungert. Ein Dickkopfmakrelen und Galdin Stackmakrelen. Like a kid in a toy shop. Ja, ich kann jetzt mal gucken, wie oft kann ich hintereinander porten. Und volle MP und let's go. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Mal, danke, komme ich erst in die MP-Stase. Schön. Ach, R1 war ein hohen Shit. Mein Nachbar möchte sich auch irgendwas zur Hölle hält, die Frau da aus dem Fenster. Da war ein ganz kleiner Fisch hier. Das macht aber auch nichts, du kommst auch auf den Teller. Mega lecker. Ich sollte mal meine Medizin nehmen. Wupp. Nice. Oh. Ich hab das Meme gesehen, Angel. Es sieht super aus. Ich hab ne Rezeptidee. Blöder Fisch. Ist aber auch ein bisschen random das Ganze, ne? Also, I think. Merken, kalt Silikonspray, Fisch aus der Dose ist kalt. Komm her, Fischi, Fischi. Komm her, Fischi, Fischi. Alter, ist dieser Fisch retarded oder so? Bekommst du jeden Stream ein Meme oder so? Ja, doch, aber es ist gut. Ich mag Memes. Du blödes Vieh, jetzt beiß doch endlich an! Oh! Gotcha! Gotcha, you fuckfish! Macht die Musik beim Angeln, ey, so übertrieben dramatisch einfach. You've improved. Another fish. Noch ein Dickhead. Okay, es ist scheinbar keine Dickhead-Makrele. Won't get a good cast like that. Put your back into it. Das sind wahrscheinlich andere. Wusch! Oh. What? Was ist mit dir los, du Fisch? Oh, oh, oh! Da hat aber einer Hunger! Fischi, Fischi, Fischi. Du darfst jetzt nicht schlafen! Oh, fuck. Gotcha. Great job, Noct. Oh! Eine Leuchtbrasche, was ist das denn? Kontaminiert. Du kannst deine Nahrungssysteme jederzeit ändern, ich weiß. Die leuchtet im Dunkeln. Die leuchtet im Dunkeln. Ist so.
Habe ich keinen. Wenn du so bei Nacht da. Moment, echt, es gibt Unterschiede, ob du bei Tag oder Nacht angelst? Nee, aber es gibt halt die Leuchtbrasche zum Beispiel, wenn du die bei Nacht angelst, dann siehst du die halt wirklich leuchten. Cool. Knister, knister, knister. Ich weiß nicht wieso, irgendwie, ich finde das Angeln toll. Angeln ist auch toll in diesem Spiel. Hat eine sehr hypnotische Wirkung auf den Menschen. Eigentlich müsste man ja mal ganz doof fragen, gibt's irgendwelche guten Angelspiele? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Einer im Chat irgendwie mal Angelspiele? Das einzige Angel-Minispiel, sag ich mal, das ich jemals gespielt habe, war von Morhun 3. So ein Angelspiel, wo du einfach einmal die Leertaste drückst, dann explodiert eine Bombe im See und dann ist dein Highscore die Anzahl Fische, die dann tot nach oben schwimmen. Fuck, alter, radikaler Fisch. Komm her jetzt. Nice. Oh. Das ist doch immer Knäle. Ich angel jetzt echt den Teich leer. Der ist Meer. Fuck you, Fish. What? Can't you catch us something bigger? Talk about backseat fishing. Talk about backseat fishing. Nee, richtige Spiele. Ich meine, ich weiß, Sega hatte damals einige Angelgames, wo tatsächlich gut waren. Aber ich weiß nicht, ob die so, ne? Weißt du jetzt, warum ich die englische Synchro mag? Besonders Prompto. Ja, doch. Talk about backseat fishing. Komm her. Gotcha. Heute beißen sie gut. Heute beißen die Fische gut. Heute Nacht wird geschlemmt. Ignis, du legst dir besser ein Rezept dafür bereit. Hat er doch schon. Ja, noch mehr Rezepte. Nice. Ach du Scheiß, auf einmal ist der gesamte Ort wieder voller Fische. Können wir auch später neue Angelausrüstung holen, wo einfach besser ist? Ich glaube, die Angelshops, den Angelshops hast du ja direkt hinter dir auch, aber es gibt doch später andere Angelstellen mit besseren Shops. Ah. Focus. Begin is luck. Ignis klingt ein bisschen großkotzig manchmal. Auf Englisch. Gotcha. Nice. Oh. So, ich glaube, wir haben genug. Wir haben genug Makrelen geangelt. Ich will ja den Angelskill von Noctis auch mal ein bisschen aufbessern. Man weiß ja nicht, vielleicht bringt das ja was. So, what is it you're after today? Ja, der hier hat zum Beispiel nur halt, nur Leine. Oh,
Always a pleasure. Achso, ich hätte noch so viele davon. Ja. Und halt die ganzen Köder. Aber die Köder habe ich noch. Die habe ich alle. Hast du jetzt Attack on Titan 2 Game angeschaut? Nö. Es sah für mich jetzt so vom Trailer her genau wie das erste aus. Also habe ich da ja, nicht... Habe ich da ein paar mehr Companion Moves. Eben. Sonst. Ich habe da jetzt nicht meine Zeit großartig drauf verschleudert. Und ein bisschen mehr Spin-Moves. Hallo Shadow, du bist schon live seit 2 Stunden. Ja, ist ja nicht so, als ob ich das nicht wusste. Das sollte heißen, dass du mindestens 240 Milliliter getrunken hättest. Ihr habt da Spaß dran. Yep. Stay hydrated, bot. Drink bleach. So, dann fahren wir mal wieder ein bisschen. Ich finde das immer noch cool. Ich weiß, klar, du sitzt eigentlich nur da und wartest, dass du ankommst, aber still. So, I was a freaking fresh guy. Ich bin ja mal gespannt, was man später bekommt, wenn man Fischen weiter hochlevelt. Ich mach dir einfacher zu fischen. Echt jetzt? Mehr bringt's nicht? Ich glaube, du kriegst vielleicht 2 Fische pro gehangelten Fisch oder irgendwie sowas. Also. Okay. Ich muss noch mal gucken. Ich meine, soll ich dir das sagen oder nicht? Na, ist schon gut. Was haben wir denn hier? Ich werde es da rauskriegen. Ich stehe jetzt gerade auf den neuen Lack, den wir haben. Dieses orange-schwarze, das finde ich cool. Ein FP, ja! Geil! Ich habe eine Idee für ein Rezept, Warum ist das Prompto eigentlich immer vorne? Shotgun-Regel oder was? Ich glaube schon. Wir haben sich einfach so abgesprochen, so Gladio braucht die Beinfreiheit hinten. Ja, gut. Ich finde es toll, dass Gladio belesen ist. Ja, auch wenn ich keine Ahnung habe, was er da liest. Naja, er unterrichtet sich in den Künsten des Satans. Des Pointillismus. Er lernt halt, Satan zu beschwören. Macht ihn noch mächtiger. Ich habe gerade gedacht, Ignis knallt da jetzt voll gegen den Zaun. Wobei wir Satan summon. Das wär's doch. Satanisten mehr? Du meinst Winnie Pooh? Ja. Noctis, setz dich hin beim Fahren. Du bist nicht mal angeschnallt. Ich habe das manchmal echt herausgefordert, dass wenn er solche Aktionen gemacht hat, einfach auf die Vollbremse getreten habe. Du willst dich stillsetzen? Nein! Oder warte mal. Warum habe ich ihn jetzt hier gehalten? Weil du auf X gedrückt hast. Ja, aber ich kann da ja noch, er fährt da ja sowieso hin. Also warum habe ich hier gehalten, ich Depp? Er fährt da ja sowieso direkt hin.
Müssen wir nicht so weit laufen. Und vielleicht ist da eine Tankstelle. Oder sowas. Tankstelle. Alter, Noctis, setz dich hin! Meine Güte! Vollbremsung! Genickbruch! Wilde Betz. Wilde Betztieren. Der verletzten Person. Hallo? Ist hier wer verletzt? Ist hier jemand eine Person? Ja, das sind dann immer so diese Mini-Quests, wo du wo du Leute finden musst, die auf der Karte nicht markiert sind. Ach so. So Versteckspielen. Ah, hier. Die werden später richtig knifflig. Glaube ich. Ein Heiltrank benutzt. All in a day's work. Geil, Erfahrung. Und 500 Gil. Oh, nice. Ist hier irgendwo ein... es wird dinkel. Oh Mann. Also im Abendrot sieht ja dein Auto so schwarz-rot aus. Ist ja fancy. Ja, ne? Ups. Sonny Tator! Ich versteck mich hier zwischen Containers. Rett mich doch hier im Unmensch. Hat er schon, ich bin schlecht. Aber wenn man die nicht geholt, hätte ich jetzt immer noch hier, ne? Wär Cock immer noch dabei. Nee, weil du während du Core hast, das Gebiet, in dem du da mit Core rumrennst, nicht verlassen kannst. Ach was. Ja. Da ist der Zaun zu. Und wie wir alle wissen, sind Zäune absolut wichtig. Absolut, undurchdringbare Barrieren. Mhm. Du hast zwar ein Mega-Katana und ein Großschwert und fast nicht alles, aber man kann nicht durch diesen Zaun durch. Ach, jetzt kann ich so schon Blitzra herstellen. Nice. Camping. Jo. Guck mal, kann ich nicht einfach. War eine Großaxt. Also. Frisst aber zu viel Zeug, deswegen habe ich die jetzt nicht. I'll see what I can whip up. Ist halt schön, jede Königswaffe hat ihr eigenes Moveset. Ah. Hey, Ghost Saro. So, was gibt es heute zu essen? Toast. Ey, die Option immer noch, ne? Es ist einfach, es braucht überhaupt nichts. Es gibt einfach nur Toast. Komm, Ignis, was isst du denn mal gerne? Das hab ich alles nicht, ne? Oh no! Danke fürs Follow! Wie kannst du nur?
dennoch gar kein Leibgericht? Na gut, dann probieren wir jetzt erstmal aus. Gibt's heute eine frisch gefangene Makrele? Oder das ist eine Frage, die man vielleicht beantworten könnte. Shadow, kommt Final Fantasy 15 als YouTube-Projekt oder nicht? Ich versuch's. Ich kann nichts garantieren. Square kackt sich ja immer gern ein, wenn es um sowas geht. Ich kann's versuchen. Also ich hab's ja aufgenommen, ich nehme jetzt gerade auch auf. Fluchen, nicht fluchen. Yes. 10% Rabatt in Angelläden. Cool. Wo hat Gladio das Bier her? Naja, wo haben sie generell die ganze Campingausrüstung her? I swear, half your photos are selfies. Hashtag sorry not sorry. Hashtag sorry not sorry. Oh Gott. Komm, ich möchte mal ein Foto, wo unser Auto richtig nice aussieht. Genau da. Die Grafik ist echt Bombe. Also, das Spiel sieht echt geil aus. Ich bin schon echt gespannt, wie es später noch ausschaut. Ich meine, jetzt gerade... Hast du eigentlich in den Optionen auf visuell gestellt? In den Grafikoptionen? Warte mal. Weiß ich gar nicht. Kampfmodus, Steuerung, Kamera... Bildschirmgröße? Hinschauen, bitte folgende Einstellung. Aha. Ausdauerbalken? Ich kann das gar nicht einstellen. Ich? Nö. Oh, geil, Giraffen! Futter! Ich packe aber, glaube ich, die Königswaffe erstmal wieder weg. Die beiden, die ich jetzt gerade habe, die gefallen mir nicht so sehr. Ich nehme da lieber Magie rein. Ein bisschen Blitzer. Komisch. Scheinbar ist... Okay, du hast eine normale PS4, ne? Ja, ich habe keine Pro. Okay, dann ist das wahrscheinlich bei mir nur eine Option. Probably. Hey, I'm going all out. Just don't get too carried. You want to talk? Aber ja, very pretty game. Oh no, what hit them? Should be good practice. Gotcha. Ich stech dich ab, du Giraffe! Ponto, you're up! How are we? Getting by. Your time is coming. Maybe it's just me. But I felt kind of bad taking those things down. You're not alone. But out in the wild, it's kill or be killed. Alter, die Stimme von Ignis, ne? From here we will split into two groups. Prince Noctis, please join the marshal up ahead. Ich mag sie. The rest of you will assist me in the diversionary effort. Besonders mag ich Gladios Stimme. Lol. Ich glaube, ich muss mal meinen Nightbot irgendwann mal umprogrammieren. Wo ist er denn jetzt ausgerastet? Einfach, jemand hat nur Combo Breaker geschrieben. Well, see you guys later. You go give him hell. We'll do the same on our end. Jetzt habe ich gleich geguckt, welche Quest ist das jetzt eigentlich? Ich glaube, ich mache jetzt gerade aus Versehen Hauptquest weiter. Ja, Kriegserklärung. Oh, okay. Once we're in, we launch hey, our ambush, pushing out while support pushes in, crushing the enemy from both sides. Na gut, machen wir Hauptquest. Ist ja nicht so schlimm.
die Musik ist so gut. Das kann ich seinen Move doch noch ein bisschen benutzen. Naja, also wie gesagt, du siehst ihn jetzt noch einmal und dann... Ich glaube, dann war es das mit ihm als Begleiter. Aber der hat so ein cooles Katana einfach. Alter, ich finde seine Waffe einfach so super cool. I'll be gone before you know it. Ja, das befürchte ich auch. Oh shit, ihr seid Donnerimmun. Hat euch trotzdem allesamt geinstakillt? Die Musik ist so fucking gut. Will the others be all right on their own? Worry will only compromise your focus. Yeah, yeah. Wie ist er denn da hochgekommen? Slash! So it should be. Otherwise you'd only get in everyone's way. Could have gone it alone if I wanted. That mentality could prove your undoing, Highness. Voll überfahren. Nix zu melden gehabt, die Leute. Everyone's dead. It's good to see you again. All right on your end? Right as rain. The Nifs couldn't take their eyes off us. Thanks to you, we were spared their attention. Oder auch nicht. Kommt jetzt erstmal so ein ganzer Frachter. Wie heißt du? Lukui? So, you survived the Citadel. But you won't survive what I have in store for you. Oh, Loki. It's past time you're a legend. Aber Loki? Aber es ist ein Arschloch. Aber es ist ein Kuh, also müsste es nicht Loki ausgesprochen werden? Oder? Es ist kein Q-U. Also einfach, also heißt er eigentlich Loki. Ja, ist Loki. Süß. Er ist Loki ein Arschloch. Ah, oh, schönes Spielzeug hast du da. Ich hab schon größere Kampfroboter auseinandergepflückt. Oh, die Musik ist so gut! Musikgasm. Ja, oh, ich bin so ein Sucker für Musik. Deswegen, das ist... Oh. Und die Musik klingt so fucking awesome einfach. Du Scheiße, Level 22, ja, aber. Das hier macht Flammendamage. Okay, Speer. Shit, keine Magie mehr. So, oh, mein Stichwort. Ja, auch. Yeah. Hi. Yeah. Shit.
defeated. No, this can't be happening. In the name of Nevermind. Oh shit, das ist Öl. Kann ich das jetzt hier anzünden? Ich glaube ja. Ein Feuerzeug war's. Nee, he dead. Oh, boom! Geil, ich habe mit 2 HP überlebt. Die Explosion. Einfach ja, weil du stirbst hier. Weil du nach Fights einfach so einen Mega-Recharge hast. Na, auch einfach so generell, du stirbst ja nicht. Ja, eben. Du verfällst ja erstmal in den Near-Death. Aufgabe abgeschlossen. Mega-Erfahrung. Kor ist so ein cooler Mensch. Ja, ich mag sein Schwert. Das Ding ist cool. So ein Style von Virgil irgendwie. Und das war jetzt Loki. Der kam jetzt. Er kam, sah und starb. Er kam, sah und starb. Er hat bestimmt irgendwie einen voll tollen, interessanten Hintergrund, aber das ist, was du von ihm siehst. Echt, mehr kommt. Wieso ist das jetzt wieder mein altes Auto? Ja. Buck up. We're just getting started. Okay, warte mal. Sie haben es also hingekriegt, die Ingame-Items, die ich auf Gladios ausgerüstet habe, umzusetzen. Aber nicht das Auto. Ja. Das ist ein bisschen weird. Das Problem ist, dass diese Cutscene so programmiert wurde, bevor der Regalia-Typ D überhaupt existierte. Ja, gut. Das ist das Problem. Ist mir nur mal so aufgefallen, dass sie haben halt die Ausrüstungsgegenstände und Waffen halt in die Cutscenes mit reingenommen, aber das Auto ist ich halt spiel, auch mal. Ich spiele gerade, deshalb habe ich nochmal neu angefangen, ich spiele gerade die Quests halt nochmal so halt mit diesen Quests, die du erstmal freischalten musst, damit du überhaupt den Regalia-Typ D bauen darfst. Vor allem Suddenly Kapitel 3. Zu diesem Zeitpunkt kannst du noch nicht den Regalia-Typ D bauen. Ah, deshalb ist er auch nicht in der Cutscene drin. Macht Sinn. Aber da du ja nicht das Royal Pack hast. Royal Pack. Aber ich kann jetzt immer noch die alten Quests machen, oder? Natürlich. Ich glaube, jetzt hat sich das Spiel dir fast komplett geöffnet. Oha. Ich finde es ja schön, dass das Spiel so offen zu mir ist. Ich meine, offensichtlich willst du es weiterspielen. Da hast du sogar offensichtlich mit recht, weil ich finde es geil. Es ist für mich jetzt mein neues Skyrim geworden. So, also ganz offenbar. Prinz eludes death. And what of the elusive ring? Oh, der Ring der Bösen. Luna Freya has absconded with it. Find and kill her. The ring is the final key. Wieso habt ihr alle solche abstrusen Namen? We may do well to take her. Und wieso sieht die rechte da aus wie Lightning, nur in Domina? Die Rechte? Ach, Ravus Nox Floneret, Alter. Eine Adlige halt, die brauchen... Lord Ravus, the Imperial Army is now at your disposal. A moot point, while the fugitives remain at large. My men and I will continue our search for the Prince and the Oracle. Ja, ich habe vergessen, den Film zu gucken. So glorious. Deswegen, ja, ich hol das nach. My crystal. My crystal. Mein liebes Kind. Ich hasse ihn, oder was? Was? Bei der Ankunft kannst du automatische Fahrt nicht beenden.
Fine. The lands beyond are vast by comparison to lead. Dann fahren wir halt erstmal normal. Das Schlimme ist, ich glaube, ich könnte mich jetzt tatsächlich sogar an die englische Synchro gewöhnen. Mhm. Es ist, vor allem, weil es einfach ein bisschen leichter zu verstehen ist für mich alles. Ja. Und sie ist qualitativ gar nicht mal schlecht. Ich finde sie ziemlich gut. Ein klar, an Ignis musst du dich am Anfang wirklich gewöhnen, aber... An wen? An Ignis. Ja, an Ignis. Ignis ist ein bisschen... Bisschen vorlaut. Der kleine Ignatz. Aber er ist halt vom König beordert worden, dein, naja, Bodyguard und Bruder zu sein. Also deshalb, er will wirklich nur, dass dir nichts passiert. Oh sick, eine neue Tankstelle. Oh nein. Oh nein. Nicht die Tankstelle. Du kannst mal ab sofort selber reden. Ach, jetzt könnte ich immer fahren, wenn ich möchte. Ja. Jetzt ist es dir offiziell erlaubt. Jetzt kann ich nicht nur nachts fahren, sondern... Mhm. Wieso kann ich hier nicht tanken? Muss ich erst hier mit den Leuten snacken, oder? Offenbar. Hallo? Iris? Yeah, will do. You better. Was that Iris? Sobald es um diese Iris geht, sieht man Noctis tatsächlich mal lachen. What about me? She say anything about me? Du meinst Luna Freya? Iris. Oh. Did you see that sign? Echt, die Iris? Bringt ihn auch zum Lachen? Ja, er hat gerade gelächelt. Ja gut. Iris ist, by the way, Gladius' Schwester. Ah. Ah, fein. Sure, let's check it out. Yes! Gonna be awesome! Chocobo-Freunde. Freuden. Ah, jetzt. Jetzt kann ich tanken. Yes. Voll tanken für nur 10 Gil? Mensch, die Gaspreise sind hier aber offenbar noch nicht eingeschlagen. So, was hast du denn hier so? Hey there. Die fahren ein E-Auto. Ein E-Truck. Thanks. Noch mal ein paar Heiltränke. Panzett habe ich noch. Oh geil, neue Soundtracks. Und neue Auto-Zeugs. Oh, Final Fantasy 3, schön. Gibt's nachher auch so die richtig krassen Soundtracks, wo ich dann richtig denke, so... Oah! Naja, du konntest zumindest schon mal Final Fantasy 8 kaufen. Final Fantasy 7 dürfte nicht weiter entfernt sein. Nur 3 hat auch so gute. Na, mal gucken, was das Restaurant hier zu bieten hat. Nani? Das sind 10 Gil fürs Tanken, aber 19 Gil Mehrwertsteuer. Oh shit, unser Lieblingsspiel. Okay, nee, gut, ich gehe da nicht hin. Versprochen. Welcome to the Crow's Nest. Krähennest. Aha. What's on your minds? Ja, das McDonald's aus dem Universum. Ja. How about it? Erstmal. Okay. Garulas jagen, kein Ding. Wir sind halt aktuell sind. Ach so, man kann nur maximal 10 Jagdaufträge haben. Okay. Und Level 25 ja da. Suppose I know the area pretty well. So, was gibt's denn hier in der Nähe? Da ist ein Parkplatz. Wow. Oh, die Ortschaften. Hier ein bisschen was. Wie gesagt, das Spiel hat sich dir jetzt offen geöffnet. Jetzt kannst du erkunden. Ja, aber ich halte mich immer bei sowas immer gerne an Quests. Ist einfach praktischer.
Du bist halt ein bisschen durch die Welt geguidet, ne? Ja, ja. Well, if it isn't Sonya. Sonya. Somebody you know? Spoke with her just the once, back at Hammerhead. Now that you mention it, you were chatting. Nein! Nein, nicht Sonya! Oh Gott. Was ist mit Narnia? Ich hasse diese Frau und ihre Quests. Wilde Wasser sind tief, mit Sonya sprechen. Okay. Ich hasse diese Frau, ich hasse sie. Hi? What is it now? If you don't mind, I'm rather busy at the moment. Oh, it's you boys. Wait, who are you guys? Hab ich die durchgeknallte nicht an der Mine getroffen? Nothing. Yep. You are saying you distracted me for nothing? This won't do. Dass du dich daran noch erinnerst, krass. Precious seconds down. Ich hab mich an diesen Hut erinnert. Sorry, aber. Look at this fucking head. Okay. That's the spirit. I was just thinking I could use a few extra hands for catching people, to be precise. Oh, Junge, Frösche suchen. And if you're thinking any old frog will do, wrong, you're not getting off that easily. Only the red frog made it to the hole. You need to get me and Elmo deep down at the slough. With that, I'll get back to my work. Remember, it's red frog, and make sure they're fresh. Ich soll dafür sorgen, dass die Frösche frisch sind. Als Mobbe geben. Alles klar. Ja, sie hat einen kleinen Froschfetisch. Es gibt solche und solche. Overwhelming. Let's hope it'll be edifying. So. Automatisches Fahren. Beziehungsweise, warte mal, lass mal erstmal gucken, was wir jetzt für Quests haben, wo wir machen können. Kann ich die nicht irgendwie sortieren nach Stufe? Weil ich würde jetzt gerne erstmal. Weil ich würde jetzt gerne erstmal die hier abgeschlossen haben. Warte mal. Ach, das ist auch hier. Also an sich so groß ist die Welt. Okay, sie ist schon ziemlich groß. Ich aber wir können ein bisschen größer. Oh jo. Das ist ja dein Herzenswunsch. Gemeinsam mal um Chocobos gucken. Level 18. Das sollten wir auch schaffen können. Aber machen wir erstmal. Arbeiten wir uns da erstmal durch. Ich muss einerseits ein bisschen zustimmen, Koru. Mein Gott, dein Name. Kuruyu. Nenne ich, oder Kuruyu. Kuruyuki. Koryuki. Ich muss sagen, ja, vom Grundspiel her alleine ist die Story schwach. Aber wenn du das ganze Hintergrund und extra Zeug dir reinpfeilst, was sie da noch für Final Fantasy 15 gemacht haben, die ganzen Charakterepisoden, den Film und was nicht alles, dann kommt es zu einer schönen Story zusammen. Was ich auch immer sagen muss, was ich an Final Fantasy Spielen liebe, das habe ich an 10 geliebt, das fand ich an 12 geil und an dem hier genauso. Es ist so dieses Gefühl, dass es ein einziges Abenteuer ist, einfach nur. Eine einzige Abenteuerreise und ich bin Sucker für dieses Gefühl einfach. Deswegen, ja, schlagt mich dafür, aber ich liebe das einfach. Deswegen Final Fantasy 12, storyweise auch schwach, schwach as fuck. Aber es war trotzdem geil. Es war trotzdem so ein richtiges Abenteuer. Heads up! Always got each other's backs, right? You know Einziger Ziel zertrümmern. Ich
glaube, ich brauche dafür eine heftigere Waffe, damit ich das zertrümmern kann, richtig? Au. Versuchen wir mal. Oh, shit. Ja, das funktioniert. Erfolg, nice. Smashing. Das Problem ist, ich habe Excel World nie zu dem Punkt geguckt, wo der Name fiel. Und ich habe sowieso ein schlechtes Namensgedächtnis, das heißt, es wird mir nicht helfen. Ja. Ne, worum geht's? Ach, um den Namen von dem roten User in deinem Chat. Guck. Ach so. Ich kann ihn nicht aussprechen. Ich hab sogar mal Final Fantasy X gespielt. Also als Stream. War irgendwie nicht so der Burner. Das Problem ist, dass Final Fantasy X nicht sonderlich actionreich ist. Es ist sehr viel Text und es ist nicht sonderlich aufregend. Das kann ich verstehen. Aber auch wie gesagt, es ist wieder... Story. Die Story ist toll, die Charaktere, auch wenn sie ihre Macken haben, trotzdem, ich mag die Charaktere. Ja. Auch wenn Tidus immer hier jede Menge Hate abkriegt. Wenn Wacker endlich mal über seinen Rassismus hinwegkommt, dann ist er auch ein toller Charakter. Ja eben, wenn er mal aufhören würde, so ein scheiß Rassist zu sein. Wenn Wacker mal endlich aufhören würde, so scheiße rassistisch zu sein. Diese Albetti, die nehmen uns immer nur die Arbeit weg. Klauen unsere Jobs. Ja, genau. Genau das meine ich. Diese Albetti, die kannst du nicht trauen, die klauen unsere Jobs. Es ist beruflich ein Bälleklopfer. Die klauen unsere Jobs. Ja, weißt du, lebt auf einer fucking Insel. Ne? Ist schlechter Blitzballspieler. Ja, hat noch nie ein Match gewonnen, bis Tidus kam. Aber ja, die nehmen uns all die Jobs weg. Klauen unsere Jobs. Albert, kannst du nicht trauen. Schlecht. Und ich sitze daneben und habe mir gedacht, so, Alter, Wacker, halt dein Maul. Du dummes Stück Scheiße, hör auf zu reden. Halt dein Maul, lass mich bitte allein. Genau, ja. Oh, this looks awesome. Dude, oh, this is gonna be a party in my mouth. Jägerbrot, weißt du, es sitzt einfach nur wer da. Und isst was. Und Ignis denkt sich... Geil! I've come up with a new recipe. Genau! Das ist so geil! Er sieht da einfach nur zwei Leute futtern und er denkt sich, oh shit, I need to do that. Ich muss mir das halt wirklich vorstellen, wie Ignis dann so ganz nah an Noctis' Ohr reingeht und hey Noct, ich hab ein neues Rezept. I've come up with a new recipe. Und die Damen noch ganz creepy so die Wange streichen. Und der König dachte sich so, du solltest ihm ein Bruder sein, nicht ein Schwulettenpartner. Everything in order. Das ist immer so, ich liebe das. Da sitzen einfach zwei Leute, der eine futtert irgendwas, was aussieht wie ein Sandwich und Ignis so... Gedankenblitz! Your recipe. Ich sag ja, Ignis ist einfach nur Jimmy Neutron, der die Wissenschaft aufgegeben hat. Ich meine, nachdem er Koks und Nutten für sich entdeckt hat. Alter, Noctis, setz dich gefälligst hin!
Du brichst dir noch den Nacken. Bremsen, einfach aus Trotz. Alter, der sitzt sich auf die Kopflehne. Nani? Können die aus dem Wagen fallen, wenn du bei sowas abbremst? Er hat später ein schweres Leben. Ich sag ja auch nichts gegen Ignis, ich mag den Kerl. Aber ich find's halt immer weird, dass der Typ sich umguckt, irgendwie einen Stein sieht und sich denkt, das ist eine geile Idee für ein neues Rezept. Mm. Nougat, no spoiler, Rino. Please, Rino. Oh, what? Du. Gut so, Noctis. Pack deinen Arsch da wieder hin. Ich stelle mir nur die Frage, wenn der Typ solche Gedankenblitze hat, wenn er einen Stein sieht und was kocht, dann kann man ja wirklich beten, dass er sowas nie hat, wenn er einen Menschen anguckt. Hannibal-Modus. Ghost Zaro, ja. Also, das Problem ist, dass die Hauptstory sehr lückenhaft erzählt wird. Und diese Lücken werden dann halt durch den ganzen Extra-Content erzählt, den Square über die über das Jahr jetzt hinaus rausgehauen hat. Ich meine, den Film habe ich. Den habe ich mal günstig irgendwo gefunden. Und den gucke ich mir jetzt auch demnächst mal an. Also hier gilt dann wahrscheinlich die Faustregel, wer später zugreift, ist im Vorteil. Naja, oder du kaufst ja einfach dieses Komplettpaket. Die es am Anfang wahrscheinlich nicht gab. Doch. Doch. Die gibt's jetzt nur. Alter Prompto, du bist nicht besser. Get your fucking ass on your Stuhl. Meine Güte, ihr triggert mich. Haben die denn keine Anschnallgurt? Nee, es schnallt sich hier niemand an. Nicht mal der Fahrer. Extremes so bald. Der Fahrer ist derjenige, der sogar eigentlich derjenige ist, der immer auf die Sicherheit achtet. Ja, und er sitzt, er sitzt hier einfach und denkt sich, ja Mensch. Wo fahren wir jetzt hin, wenn da die Quest ist? Ja, manchmal schießt Ignis auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Muss aufpassen. Wenden, Ignis. Oder du musst nicht mal wenden, du sagst dann einfach, ich möchte aussteigen. Ein bisschen früher. Man, hast du einen funky looking mountain? Wouldn't want to pass up a shot of this. Prompto! Könnt ihr bitte dem Busfahrer sagen, ich muss raus, bitte? Ja, super, genau jetzt fängt er natürlich an zu reden und jetzt kann ich nicht aussteigen. Aber die Quest solltest du machen, so wenn die immer was so quatschen. Jetzt kann ich gar nicht mehr aussteigen. Ja, jetzt hat Ignis einen Anfall. Naja, jetzt hast du ja praktisch die Quest gewechselt. Scheiße, stimmt, ja. Ja gut, macht nichts, dann fahre ich jetzt hierhin etwa. Außerdem ist das hier gar nicht mal schlecht. Ich kann jetzt überhaupt nicht mehr aufhören. Weil das... Alter. Ja gut, ich meine, in etwa hier ist es ja auch so, ist ja nicht schlecht. Scheint ja von... Das scheint ja alles in der Nähe zu sein. Trifft sich ja so gut. Aber ich mach trotzdem erstmal das andere. Ja, yep, das ist literally right beside each other. Da willst du... Das ist ein König, das ist der Königsfelsen. Promptus. König! Promptus, das ist der fucking Königsfelsen. Kai Pirinha, Navarida, Kai Pirinha! Ach du Scheiße, da sind die Viecher. Aber eigentlich müsstest du wirklich ein RPG machen und dann eine Location einfach Kai Piranha oder so nennen. Kai Piranha? Ja, und da kriegst du dann die Quest, dass du die Alufolilie holen musst und sowas. This one's no joke. Alles klar. Ich muss mir so einen Scheiß aufschreiben. Ob setzt du das dann auch um? Irgendwann bestimmt. Wenn du einen RPG-Maker verstanden hast. Der ist leicht zu verstehen, mit dem habe ich ja schon gearbeitet. Wenn du dich daran erinnerst, dass ich damals dann unsere Maple-Version in RPG verrüsten wollte. Wofür ich diese kleinen Mini-Animationen gemacht habe. Ja.
nicht. Okay. Ja, doch, da klingelt was. Hm. Ganz entfernt. Aber dann würde ich wahrscheinlich eigene Charaktere nehmen. Ach. Weiß nicht. Klar, unsere Persönlichkeiten schreien sich von selbst, aber trotzdem. Das hat dann so diesen ekligen Fanfiction-Nachgeschmack. Der macht wieder was anderes. Du meinst, es ist dir unbehaglich, wenn du dann so Texte schreibst wie: Oh, Andy, du bist so toll und so super cool. Ich meine, es stimmt, aber man muss es. Er ist so bescheiden. Man muss es ja nicht unbedingt schreiben. Und jedem auf die Nase schmieren. Mache ich so den Persona 5-Stil und dann wiederhole ich das einfach alle 5 Sekunden. Ah, du machst also den Sonic Boom. Du bist der Tollste! Du bist der Tollste! Persona 5 ist ja schlimmer, da warst du noch nicht da, wo ich erklärt habe, aber Persona 5 ist einfach absolut schlimm. Sag jetzt mal, du sollst den Inhaber des Suppengeschäftes irgendwie befragen oder so. Dann wird erst in der Runde beschlossen, ja, wir müssen jetzt den Inhaber des Suppengeschäftes befragen. Dann gehst du zu diesem Suppengeschäft hin und dann kommt erstmal nochmal ein zweiminütiger Dialog zwischen deinen ganzen Gefährten und dir selbst. Das ist also das Geschäft, in dem dieser Suppengeschäftsmann ist. Meinst du, er ist heute da? Lass uns doch mal nachsehen. Du gehst in das Geschäft rein. Wow, das ist aber ein tolles Suppengeschäft. Ich frag mich, wer das eingerichtet hat. Vielleicht der Suppengeschäftsmann. Nein, das ist total abwegig. Du gehst 2 Schritte weiter. Oh, das riecht aber lecker hier. Meinst du, der Suppengeschäftsmann kocht gerade Suppe? Den wollten wir doch befragen, weißt du noch? Und so geht das ganze Spiel. Meine Güte, ich habe ja noch nicht genug Stress mit den Krabben. Nee, ich brauche unbedingt noch fucking Pisskopf-Soldaten. Aber du machst echt gerade eine Quest, die ist paar Level über dir, ne? Also jetzt stehen wir ja, deswegen. Normalerweise hätte ich das ja eventuell sogar hingekriegt, ne? Wenn sich diese Mongos nicht noch dazwischen geschoben hätten. Oh ja, komm, leck mich doch. Du weißt, Andy, ich stelle mir gerade die Frage. Spiel ich lieber ein Persona, wo ich 50 Mal in einer Runde erzählt bekomme, dass da ein Nudelsuppenmann ist? Oder spiele ich das aktuelle... Der in diesem Geschäft arbeitet, der Suppe zubereitet. Oder spiele ich lieber das aktuelle Sonic? Naja, spielen, Anführungszeichen, Shadow weiß, was ich meine. Hm. Wo du wirklich jede Sekunde gelobhuddelt wirst, die für jeden Furz, den du machst. Oh, du bist so toll, oh, du bist so klasse. Ui, 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 ui. Ja. Handholding ist echt schlimm geworden. Weißt du, und wenn dann dazu noch so dieses Lied anfängt, das wirklich Fistbump heißt. Was leider irgendwo catchy ist. Es ist trotzdem wirklich noch so dieses Sahnehäufchen auf dem Scheißekuchen. Meinst du aus Boom oder aus Forces? Forces. Ach so, Forces, ja gut, okay. Ja gut, das Problem ist, die Musik ist halt leider wirklich catchy. Das ist da trotzdem nichts dran, dass sie dann lieber wie eine CD rausgebracht hätten an einem alten Spiel. Das Problem ist, die Musik ist in den Sonic Games leider immer on point. Ja, das bringt mir persönlich nicht viel. Ich will ein Spiel spielen und nicht die Musik in diesem. Ich auch. Das letzte Sonic-Spiel, was ich gespielt habe, war Sonic und der schwache Ritter. Oh Gott. Das ist ein Armutszeugnis. Ja. Der schwachmarten Ritter. Und da ich nicht jemand bin, der sich einfach wirklich jedes Spiel oder so leisten kann, habe ich die Scheiße aus diesem Spiel rausgespielt, um mein Money irgendwie worth zu machen. Ja, genau. War es das wert? Nö. Hattest du eine Wahl? Nö. Richtig. Alter Verwalter. Also bei den Dingen ist irgendwie noch besser als das, was sie mittlerweile produzieren. Ja, die M.I.s sind... Klar, die Story war totale Gülle. Das muss man nicht diskutieren. Die Steuerung war experimentell, aber experimentell.
Ich hab nie gespielt, also ich weiß nicht. Ne? Ich meine, das ist eigentlich der schwache Ritter. Achso. Ja, der bekannt. Ja, war halt experimentell. Generell alles, was so in der Wii-Zeit rausgekommen ist, wo so unbedingt irgendwie den die Joy-Con, ach nicht die Joy-Con, das ist ja von der Switch, die Wii-Mode-Steuerung reinbringen wollten. Ja gut, das war ja noch ein bisschen moderat. Bei der Wii U haben sie ja dann komplett verschissen. Nee, Sonic und die geheimen Ringe, sag ich da nur. Ja, das war was Steuerung angeht, echt ein Albtraum. Ja, gut. Ja, danke. Nee, aber von bei der Wii U haben sie es einfach nicht hingekriegt, das mal richtig zu nutzen. Weißt du, ja, sie haben trotzdem mit aller Gewalt immer probiert. Ja, weißt du, sie hatten so ein Gimmick, was... I am come up with a new recipe! Ignis, wir haben gerade andere Sorgen. Wir haben... Ganz andere Sorgen? Ja, noch mehr imperiale Mongos. Lass mich dir Ignis' Gedankengang nahe bringen. Oh Gott, wir werden gerade von imperialen Schützen zerschossen. Die machen Schweizer Käse aus uns. Moment mal, Schweizer Käse? I'm cooking with a new recipe. Genau. Ich meine, ich liebe den Typen, ohne Scheiß. Generell, die gesamte Crew, ich mag sie. Aber es ist halt so merkwürdig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann bei dem Spiel keinen Favorite Charmier auswählen, einfach weil die Gesamtgruppendynamik so toll ist. Hm. Oh, so. Alright, we're done here. Phew. Ist jetzt endlich Ruhe. Meine Güte. Hallo. Aufheben. Alter. Die Minigun dürfte Prompto haben, oder? Hm? Die Minigun hast du, glaube ich, Prompto gegeben, oder? Minigun? Ja, diesen, Die Biogun. Wie halt? Ach du, der hat noch die Biogun. Ich dachte, du hättest ihm das andere gegeben. Ich hab nichts anderes gerade. Doch, Tatsache, hier. Ich habe eine Wirbelsäge. Wo habe ich denn die aufgegraben? Ich glaube in der Mine. Bin mir aber nicht ganz sicher. Da sinkt seine Leben noch weiter, aber er macht... Doch, Autoarmbrust. Autoarmbrust ist so eine Minigun. Ach, das ist eine Minigun? Ach ja, so Minigun-mäßig. Es macht Bumm. Ja, scheiße, jetzt muss ich den ganzen Tag hier warten. Gibt's hier eine Karte? Gibt's hier irgendwo einen Rastplatz in der Nähe? Da. Ich halte jetzt auf meinem Weg wieder zurück. Ist ja kacke. Magitek Engine. It's close. Ja, oh ja, geil. Da kommt unser Mechaniker-Lord wieder. Und noch mehr imperiale Bilbos. Ist ja wunderschön. Ihr gebt mir aber auch keine Ruhe hier, ne? Ja, du läufst nachts rum. Weil ich keine andere Wahl habe. Ja, dann fahr halt. Take a shot from here. Bist du selber schon. Take a shot from here. Sind ja nur ein paar imperiale Jäger und ein Eisendämon. Also die halbe Armee verfolgt dich, weil du nachts durch die Stadt gegen cruist. Nee, einfach weil du ein Prinz auf der Flucht bist. Ah. Dann würde ich mir vielleicht was Unauffälligeres zulegen als so eine deutsche Nobelkarosse. Zu dunkel. Jetzt ist es dem Herrn zu dunkel. Alter, prompt es, ich jag dir gleich eine Kugel in den Kopf. Ist hier irgendwo ein Rastplatz in der Nähe? Da. Weißt du, ist zu dunkel, aber wenn du dir mal so in der Konfi gucken würdest, was ich da für ein Selfie-Bild von ihm reingeschmissen habe. Ja. Aber hier warten kann ich nicht. Das ist so. Hol, wie findest du denn eigentlich das Comic in drei Bildern von ihm? Das Selfie-Comic? Ich hab's nicht verstanden. Ich meine, da ist ein riesiges flammendes Schwert, was so auf ihn zukommt und auf einmal. Ja. Ist alles weiß.
Ist gestorben, Mann. Ah. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne die Ticks von den Typen nicht. Er ist einfach ein Foto, Fanatiker. Ah, so eine Selfie-Queen. Ja. Klar, wir sind auf der Flucht. Die Armee klebt uns am Arsch. Halt mal an, ich muss diesen Stein knipsen. Duckface. 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 Und der andere steht neben dran. Duckface, Duckface, Ente. Oh, okay, diesmal Hotel. Hört das ungefähr so ab? Hab ich überhaupt noch so viel? Room, ja, ich hab noch ein bisschen mehr Erfahrung. Was ist denn Ballen? Eine seltsame Schwester ist ein Angriffskraft proportional zu abnehmen. Das klingt fancy, will ich haben. Hm? Wusste gar nicht, dass ich die Waffe hab. Hm? Ach, ich spiele auch Final Fantasy 15 gerade, aber ich bin im New Game Plus und wusste bei manchen Sachen nicht, dass ich die habe. Perfect timing. Skandalös. Oh, und ich habe ganz viel. Warte, kann ich die? Also, ist das ein besseres? Nein, gibt es nicht. Schade, kein besseres Schild für dich. Oh. Also, warte, ich gebe dir das. Okay, das finde ich cool. Das sind einfach mal so. Dass die einfach mal miteinander schnacken, einfach in so einem Hotel. Das ist so cool. Diese Bonding. Was sollen sie sonst machen? Diese Bonding-Momente. Ja. Das ist jetzt aber auch nur, weil du Promptos Request, glaube ich, erfüllt hast. Dass du anhalten sollst und damit er diesen Stein knipsen kann. That was one hell of a day, huh? Yeah. But it was fun. Every day's fun. Even when we almost get ourselves killed. I never imagined it'd work out like this. That I'd get to go on an adventure with you guys. Who would have thought, huh? So, how long have we been friends now? Let's see, beginning of high school, so that's 5 years? Yeah, but we've known each other way longer than that. Ever since elementary school, right? Huh? You still remember that? Could hardly forget being gawked at. Well, you know, it isn't exactly easy being in the presence of royalty. And when we did meet in high school, you pretended it was the first time. Yeah, the first time I worked up the nerve to say something. Feels just like yesterday. You should have said something sooner. Oh, Nacht. You just wouldn't understand. Back then, I was... Actually, never mind. You got something to say? Say it. The truth is... I used to be super shy. Couldn't talk to people. No surprises, but I had no friends. At least not real ones. Ja, dann. I was always alone. And there were times when I felt... Aber hey, sieh doch mal das Positive. 4 Blitze, es war nicht zu dunkel. Definitiv nicht. You've always been too self-conscious. Let me guess. You're hung up about being the weak, useless nobody. So you try to make us feel better to make up for how you feel about yourself, right? Well, I'm impressed. Constantly watching out for your friends like that, it takes something special. And that something special defines who you are. So, you really think I'm doing okay? Yeah, I do. Anything else? Arbeite Fotos und es nervt. No, nothing at all. I'm sorry, I got so real all of a sudden. Nein, so funktioniert Keks nicht. Nein. I just make time for loser. Die Herrschaften von meinem Verein wollen jetzt Bilder endlich haben. Seriously though. Okay. Thanks for making time for this loser. Ich habe da noch so wunderschöne Bilder, womit ich noch Leute aus meinem Verein noch ärgern kann. Feels good to get that off my chest.
Happy to hear. Oh, all right. I'm gonna keep on keeping on the only way I know how. Yeah, you do that. Ich finde das so cool. Das sind solche, diese Interaktionen einfach. Das, oh, I fucking love this. Der peppige Fotofilter ist jetzt verfügbar. Jetzt ist alles ein bisschen peppiger. Having a nice morning. Können wir irgendwas verkaufen? Welche Waffen, die wir nicht mehr brauchen? Hey, Mr. Shoshman. Ich stream schon, ne? Ich stream schon so ein paar Stunden. Mhm. Und du solltest schon 360 Milliliter zu dir genommen haben. Hast du das? Hast du das, Shadow? Fuck you. Stay hydrated. Was zum Fick, Andy? Sag was mal, los? Dick. Ich will doch einfach nur, dass er flüssig bleibt. Keks, wunder dich nicht, Andy mag es feucht. Nani! Richtig nass. Wir haben nicht Mittwoch heute, Jungs. Nö. Das ist doch Andy egal. Ja, speziell. Ich bin 7 Tage die Woche pervers. Aber er will doch nur, dass du einen Mund voll Flüssigkeit zu dir nimmst. 360 Milliliter, um genau zu sein. Da musst du aber ziemlich sparsam gewesen sein die Woche. Was hat sie denn? Ein Anfall? Verstehe nicht. Wir unterhalten uns doch ganz normal. Till next time. Schöner soll doch einfach nur nicht austrocknen. Mensch, wo sind schon wieder die Kaffeesahne geblieben? RIP. Welcome. Erstmal frühstücken. Hey, you're alive. Hey, you're alive. You boys must be hungry. Vor allem, ich finde es halt... Chad und Hol, ihr bitte beschränkt euch ja immer nur auf einen Tag. Mach einfach 7 Tage die Woche durch. Ja, Entschuldigung, dass wir einen Tag für sowas haben. Wir zelebrieren das. Wir genießen. Nicht so wie du raushauen. Das Leben ist zu kurz, um sich zu portionieren. Ach, Gottes Willen. Leute. So, what would you like to know? Weißt du, jemand mit Geschmack, der portioniert ist und haut nicht ein All-You-Can-Eat-Buffet 24-7 raus? Ist doch geil. Ja, für dich vielleicht. Wenn du mal Hunger hast, dann ist immer was da. Ja, du bist doch total übersättigt. Nein. Meine Sättigung ist eigentlich sogar nur bei 50. Also, ihr habt den gehört. Ran an die Buletten. Mhm. Er hat Hunger. I've come up with a new recipe. Oh. Und I like this Yay. Game. Das ist. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Spiel ist mir einfach super schnell ans Herz gewachsen irgendwie. Kannst du dir vorstellen, wie einem es geht, wenn einem das Spiel schon die ganze Zeit am Herzen ist, aber Square es nicht schafft, es rauszuhauen, weil es einfach 15 Jahre in Development ist. Deswegen befasse ich mich mit sowas nicht so wirklich, weißt du? Weil ich sag mir dann immer, ja geil, das Spiel sieht ja geil aus. Und dann dauert das 5 Jahre, bis es rauskommt und du denkst dir, well. Kingdom Hearts 3, ne? Ach Gott. Ja! Ich bin leicht geprüft, ich bin Kojima-Fan. My hopes and dreams. Ja, Kojima-Fan zu sein ist genauso schrecklich. Ja, aber man gewöhnt sich dran, man ist abgehärtet. Ja, und dann kommt sowas wie Phantom Pain raus. Good call. Now it's picture. Na gut, das ist ja nicht Kojimas Schuld. Nee, aber ja, you know. Aber trotzdem, das ändert nichts daran, dass man bei Kojima gerne wartet. Ja, technisch gesehen, Kingdom Hearts 3 wurde nie delayed. Es kam einfach nie dazu. Sie kamen einfach nie aus dem Arsch, mal was daraus zu machen. Das ist das Problem. Eigentlich wussten wir schon seit
seit Dings, seit Kingdom Hearts 2, dass Kingdom Hearts 3 rauskommen wird. Aber das ist dann ja was anderes geworden. Naja, das, was als Trailer war, war ja nur Birth by Sleep. Ja, aber das wussten wir ja damals nicht. War ja genauso wie bei war das Kingdom Hearts 1, was dann 358,5 Days, Nee, Kingdom Hearts 1 hatte diesen einen Roxas-Trailer. Das war wirklich tatsächlich Kingdom Hearts 2. Und den halben Tag brauchten sie in dem einen Spiel alleine, um die Story irgendwie zu erklären. War das in Dream, nicht in der Dream Lab Distance, sondern wie hieß das nochmal? Chain of Memories? Dass da dieser Kampf von Roxas und Riku. Das kann sein, aber ich glaube, das war das auch nicht. Als Secret Ending? Also irgendwo kam das ja her. Hier müssen wir sowieso mal hin. Stufe 15, ja. Everything in order? Yep. Alright. Bei mir hätte gerade Ignis so einen richtigen Akzent nach dem Level Gordon Ramsay. Haven't taken pics of whatever catches my eye. But what do you want to see? Mehr Fotos von Ignis. Ja, mehr Fotos von Ignis. Get some more shots of Specs. Gotcha. I'll see what I can do. Du bist der nächsten Übernachtung hauptsächlich Ignis fotografieren. Geil, jetzt geht er ihm erstmal auf den Sack. Oh, I fucking love this. Ja, mehr Gordon Ramsay. Hat er Noctis, irgendwann brichst du dir den Hals, ich sag's dir. Und dann rettest du die Welt im Rollstuhl. Ja, hat doch auch mal ein lustiges Konzept für so einen Helden. Schmeißt einfach nur seine Waffen aus seinem Rollstuhl aus. Das Problem ist, das merkt man, dass Leute immer aus verschiedenen anderen, die eigentlich für andere Spiele zuständig waren, immer wieder an Final Fantasy XV mitgearbeitet haben. Ignis, pull over a sec. Oh, die Musik hat sehr viel Kingdom Hearts-mäßiges, weil es auch dieselbe Komponistin ist, die eine Hauptkomponistin. Die Steuerung ist sehr Kingdom Hearts inspiriert an manchen Stellen. Ich weiß nicht mehr was genau, aber irgendwas hat mich dann, als ich Final Fantasy XIV gespielt habe, auch sehr daran erinnert. Hier so einen Bauernhof gefunden. Ich kriege hier gerade richtige Resident Evil 4 Flashbacks. Mordi das Video, Mordi das Video. Oh, hier ist er. Leon! Help! Safety first, everybody! Help me, Leon! Ich wusste immer, dass du dieses Hop. Ja. Mich selber zu loben zu müssen, aber das nicht wirklich. Shadow hat recht. Meine sind halt gut. Ja, die von Keks. Halt die von Keks sind überwiegend nervig. Weil es Ashley ist. Ja. So, Ausrüstung. Ich will mal meine Dings ein bisschen ändern. Ich mach halt mal. Caro ist gerade verwundert, wie schnell ich ein Schnittmuster zeichnen kann. Naja, es hieß ja Versus 13. Was eigentlich gleichzeitig mit Final Fantasy 13 rauskommen sollte, aber dann haben sie erstmal Final Fantasy 13 prioritisiert. So. Brenn ich? Bin ich vergiftet? Nee, ich bin vergiftet. Richtig? Ja, ich frage mich, ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, warum hat Noctis auf einmal die ganze Zeit Kopfschmerzen? Geht aber nach einer Zeit leicht weg. Also. Oh, ich habe trotzdem einmal ein Gegengift geploppt. Everything in order. Ein Antidote.
Ein Antidote, genau. Antidote. Oh mein Gott, sieht das geil aus hier. Ja, der Sumpf ist toll, ne? Na, noch bin ich nicht im Sumpf, also... Oder? Nee, ja gut, noch. Nee, es ist die, du bist an der Narbe. Ignis, pull over a sec. Certainly. Oder... Ist das die Narbe? Should be a nice change of pace. Das ist einfach nur der Meteoreinschlag. Ich glaube, das ist der Meteoreinschlag. Sieht auf jeden Fall geil aus hier. Musik ist auch wunderbar. Das ist... I found a new Skyrim in this. Guck mal, Ignis, Holz! Kommt dir dann die Idee für ein neues Rezept? Ja. Holzsuppe. Irgendwas auf Holzkohle gebraten. Bestimmt. Zwei Kombos. Ich und mein Holz. Ja, you guys better take this one. Ich kann nichts sehen. Ich kann absolut nichts sehen. Aber was heißt jetzt hier zwei Kombos ausführen? Ich glaube einfach, dass du, wenn du halt die ganze Zeit angreifst, dann machst du irgendwann einen Kombo-Abschlussangriff. Und das ist, glaube ich, eine Kombo. So, oder es ist so ein Teamangriff. Kann auch sein. Nee, nicht ganz so sehr. Ich glaube, das Einzige, was es wirklich mit Skyrim miteinander zu tun hat, ist, dass es ein Open-World-Game ist. Ja. Sonst hast du da nichts gemeinsam. Das Setting ist komplett anders. Also mit neu Skyrim meine ich auch eher so das Spiel. Naja, klar. Was man einfach mal so nebenbei noch... Genau, was so... Genau. You'll be hunting a long time. Weil ja, gerade im Chat gesagt wird, es ist halt wie Skyrim nach von der Story. Nee, das ist... Nein, auf keinen Fall. Allein jetzt ist das hier schon besser als die Story von Skyrim. Mein Hallo, was ist die Story von Skyrim? Nebenmissionen. Richtig. Oh, eine Höhle. Oh, richtig. Ein Stein. Alduin. Alduin. Oh, was ist da hinten? Oh, das sieht interessant aus. Alduin, das Drachen-Pokémon. Das ist Skyrim. Also sind es die Teamangriffe? Ja gut. Na gut, I fucked up then. Ich hab auf jeden Fall... Ist ja nicht schlimm. Du kriegst dann nur einen R-Fertigkeitspunkt. Also... Snapgamer, danke für die 10-Euro-Spende! Assassinendolche, Das ist mal was Gutes. Und die Lanze, ja stimmt, die war sowieso bei ihm. Drei rohe Drohne finden. Can't get out of my head! Das Schlimme ist, im Englischen ist mir Prompto sogar noch viel sympathischer irgendwie. Ich denke, sie haben wirklich die richtigen Synchronsprecher für die Leute genommen. GLaDOS ist halt so wirklich so. Die Stimme ist richtig schwer, wummig. Ist toll. Prompto ist halt wirklich der aufgedrehte Idiot. Aufgedrehter Idiot. Nock, das ist so ein bisschen. Du dummer Trottel. Du dummer Trottel! Du Depri. Ja, aber auch nicht immer, was eigentlich ganz schön ist. Moment, ist doch. Ist das ein Angelplatz? Oh. Yep. Oh nein. Ich hätte nie gedacht, dass man sich mal darüber beschwert, dass ich angle. Als nächstes kriegt er noch ein Fable für Golf. Hier ist aber kein Schild, was hier zu angeln gibt. Ach nein, mir fehlen noch Gerichte, geht ja gar nicht. Ich habe noch nicht alles geangelt. Schuss. Geiler Tümpel. The line's still okay, you think? Bestiarium. Einmal nachladen. So, mal gucken, was hier
Einmal auswerfen, mal gucken. Alter, was? Alter, sind hier viele Fische. Ich glaube, ich brauche hier einen anderen. Probieren wir mal ein bisschen was aus. Vielleicht ist hier Schlangenkopf. Keine Ahnung, was hier beißt. Oha! Weißt du, das, der Köder hat den, das Wasser noch nicht mal berührt. Mhm. Und schon beißt einer an. Ich hab dich erwartet. I have waited for you! Peekaboo. Ich frage mich nur, warum springt Claudio nicht einfach rein und greift sich einen Fisch? Astorbarsch, okay. Nein, nein. Geht ach, Loki. Jetzt will ich mal wissen, wer war Loki eigentlich? General der imperialischen Armee. Ah, hier. Brauchen wir so einen für. Okay, dann. Aber scheinbar, der Köder scheint jetzt nicht essentiell zu sein. Kann das? Doch. Weil ich habe jetzt mit einem Köder, wo eigentlich nicht für den Fisch war, habe ich den gefangen. Also. Ja, ja, also, aber später ist es halt wirklich, du musst bestimmte Köder benutzen, damit die überhaupt anbeißen. Wow. Und wieder, was ist hier mit den Fischen los in diesem Tümpel? Ausgehungert. Ich merke schon. Oh mein Gott, jemand beachtet uns. Boah, und die sind aggressiv. Okay, okay. Kommst auf den Grill heute Abend. Mm, nice. That's a big one. Ein Schlangenkopf. Ach, guck mal, Schlangenkopf. Du holst ja echt langsam die High-Level-Viecher raus. Das ist High-Level? Na. Du meinst wohl High-Level? Ja. Keks? Oh. Ich hab meins nämlich gerade nicht an. Sorry. Come at me, Fishy. Come at me. Oder? Ach, sorry, ich war auf stumm geschalten. Ich hab mein Soundboard nicht mehr an gerade. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Nicht. Du bezahlst mich nicht. Jetzt weißt du warum. Sag mal so, ich werde trotzdem bezahlt von anderen Menschen. Ha! Dafür, dass ich mit Kindern spiele. Dass ich Werwölfe spiele mit Kindern. Dafür werde ich bezahlt. Ich bekomme 10 Euro die Stunde. Das ist mehr als ich bekommen habe damals. You've improved. Ein Astrobarsch. Es gibt hier so viele Fische. Den Ort merke ich mir. Hier gibt es echt nice Fische. Oh, was machst du mit denen? Essen. Saublöde Frage. So viele Fischrezepte kann der Kerl sich doch gar nicht ausdenken. Oh, doch. Oh, don't challenge him. Don't challenge Ignis. Was kann der Typ großartig? Gebratener Fisch, Fischsuppe, Sushi. Ja, geht doch nicht. Oh. Ja, aber das macht er dann wirklich mit jedem einzelnen Fisch. Drei Gerichte. Na toll. Also ein bisschen redesigned. Kann ja mal durchgehen, was wir denn als letzte Gerichte haben. Gibt das wenigstens irgendwie geile Buffs? Oh ja.
Alles Mögliche von extra Angriffsbogenkraft zu mehr Lebenskraft, zu mehr EP-Gewinn, Immunität gegen Magie im Allgemeinen und was nicht alles. Krasse Fische. Ja, mehr Fischi. Krötenkotelett. Nett. Meeresfrüchte, Risotto, flambierte Forelle, Ragout von der Freilandkröte. Was für Kröten essen die? Knuspriger Fischburger, Muscheln in Weinsoße. Ja, das ist ja kein Fisch. Muscheln finden ist halt Meeresfrüchte, deshalb habe ich das jetzt vorgelesen. So, Lachsteller à la Kini. What? Can't you catch something bigger? Ich glaube, das ist auch ein Fisch. Zügillenpfanne. Ich jedenfalls fühle ich auch. Zügillen. Ja, es ist ein Final Fantasy Fisch wahrscheinlich. Hummercremesuppe. Also ich könnte mich jetzt auch erinnern, aber ich glaube, sowas ähnliches gibt es auch in 14 zu fangen. Das war knusprige Krabbenkroketten. Mildes Krabbencurry. Oh Gott, was frittierte ist das Fischspieße. Seebarsch-Sauté. Also, der Typ kann sich genug ausdenken. Ja. So einen noch. Das war ja ein kleiner, der zählt nicht. Und wo haut er den Stein rein? Ja, den haut er in den Magen. Das war zur Überraschung. Also, hast du gut gegessen? Schön für dich! Da, ja, hab Stein! Aber okay. Wieso kann ich das? Haben die Fischen echt hier ihre eigene KI gegeben? Hm. Ich merk schon. At this rate, we're gonna fish this place dry. Also Super Mario KI. Gladio auch so, wenn wir so weitermachen, fischen wir hier noch den Pott leer. So, genug. Das Schlimme ist, es macht Spaß. Das Angeln macht Spaß in diesem Spiel. Oh, jetzt wurde das endlich mal aktualisiert mit von dem Foto-Wettbewerb. Schön. Everything in order. Yep. Right behind you. Alright. So. Just one more stone to go. Einen so einen Stein brauche ich jetzt noch. Der muss hier also irgendwo liegen. Ein so ein Glitzerding in so einer. In so einem großen Areal. Da! That's good enough. We should do it. Certainly didn't expect stone hunting to be so harrowing. Oh fuck. Level 27 Karpfenkröte. Ja gut, tschüss. Eyes forward. 27. Well, no, what hit them? Geht doch mal. Was ist eigentlich so ein großer Junge? Solange da keine imperialen Soldaten kommen. Er hat unsere heiligste Kröte angeguckt. Töte diese auch. Ja, doch, das sollte eigentlich noch machbar sein. Sind das denn eigentlich so Oschis von Fröschen wie im 14? Das Ding ist ein ganz schön großer Klumpen, also ja. Doppelt so groß. Karpfenkröte kommt mir doch sehr bekannt vor. Ja, destroyed, wow. Deshalb meine ich so, generell, das hat war, was mich so an Final Fantasy 14 erinnert hat. Generell diese ganze Fauna. Die ganze Fauna, oder war es Flora? Nee, Flora waren die. Flora waren Pflanzen, Fauna waren Tiere. Ja, die ganze Fauna erinnert mich sehr an 14. Soll ich da wieder hin? Oh, wegen dem Arsch, ey. Es gibt wegen echt Leute, Deinem. Die Helena cosplayen. Ja, sicher. Es gibt für jeden Charakter Lieblingscharakter. Keks. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alles okay. Denk immer dran, es gibt auch Leute, die Auschwitz leugnen.
Auch wieder wahr. Es gibt auch Leute, die aus dem Resident Evil Film cosplayen. Got to hear my plan. Tut so, als ob das eine Sünde wäre. Ja! Keine Sünde, aber eine Geschmacksverirrung ist schon das Gleiche. Manche von euch sagen schon, doch mein Gott, es ist ihr Lieblingscharakter von so zu cosplayen. Seid mal nicht so instehen. Guck dir die Filme an, dann reden wir weiter. Ich glaube, ich habe mir so einen angeguckt, es ist nichts hängen geblieben. Merkst du? Okay, hast du schon mal hier gegessen? Ernsthaft, Angel? Das gibt es? Nee. Angel schreibt gerade, es gibt sogar Leute, die Helena mit Bader shippen. Win-win. Ich mag beide nicht. Angel, hast du es dann einfach so... Also, Ada. Achso, oder mir auch. Achso, Bader. Bader, ja. Ich hab's jetzt gerade mit Nader verstanden. Dankeschön. Aber es fehlt noch was, die Hand. Was für eine Hand? Everything in order. Yep. Alright. Ach, der Angel hat was gefotoshoppt. Ich gedämpfte Salzkappe mal gegessen. Oh, das war so. What the fuck? Nimm es weg, Angel! Nimm es weg! Was ist jetzt passiert? Warte, ich send's dir auch. Nein. Sag's einfach. Nein! Es ist so schrecklich, du musst es dir angucken. Ach so, ich muss diese traumatische Erfahrung aus erster Hand erfahren. Ja. Mensch, wie nett du immer an mich denkst. Ich liebe dich auch. Ich hab doch gesagt, du sollst... Schau dir diesen Autounfall hier an. Guck ihn dir an. Ist er nicht schön? Ja. Ja, das ist er. Nee, Final Fantasy 15 kaufst du einmalig. Das ist ein Spiel. Wenn du allerdings irgendwie so extra Content, wie zum Beispiel die Multiplayer-Erweiterung oder bestimmte Charakter-Episoden spielen willst, musst du die nochmal extra kaufen. Moment. Multiplayer-Erweiterung? Ja, gibt es für das Spiel. Wie funktioniert das denn? Du spielst einfach einen No-Name-Charakter, die dann auch eine Storyline haben, nebst dem Hauptspiel. Und die rennen dann mit dir im Trupp rum, oder wie? Nö, einfach völlig separat von den Abenteuern von halt den Hauptcharakteren. Aber es spielt im selben Universum. Achso, also du kannst halt in deinem Spiel dann, wenn du den Modus drin hast, an denen vorbeilatschen, oder wie? Also ich versuche mir jetzt gerade den Multiplayer-Part vorzustellen. No-Name-Spielen ist ja eine Geschichte. Aber irgendwie muss ja da Multiplayer drin sein. Naja, du spielst halt praktisch einen aus der Armee der Königsgarde und machst halt... rettest halt die Welt von Insomnia. Da, wo das Spiel auch angesiedelt ist. Du machst dir dann halt deinen eigenen Avatar. Und jeder andere spielt dann eben auch so einen. Ja. Ah. Ist halt so ein abgespecktes Final Fantasy 14 halt. Das ist halt nur in der Welt von Final Fantasy 15 spielt. Naja, gut. No time to stop. We keep moving. Also im Prinzip GTA Online, nur ohne GTA. Und wahrscheinlich einen besseren Netzcode. So, und jetzt warten wir auf die Horden hassender Fans. Der hat was gegen GTA Online gesagt. Schlachte die Sau. Ich habe allein schon was bei GTA gegen die Physics von den Autos. Dass du da teilweise an Wänden längs fährst, als hättest du nichts zu tun. Echt? Ich dachte, das wäre zu realistisch, dass du bei jedem kleinsten Knall irgendwo reinfällst, durch die Windschutzscheibe fliegst. Das auch.
das gehört noch dazu. Ich muss mal eben rückwärts ausparken und dann fährst du irgendwie gegen so einen Hydranten und fliegst einfach hinten raus. Ja, das passiert auch. So ganz überspitzt gesagt. Look where you're going! Didn't mean to do that. Sadly, no one's laughing. There we go. Latex hoch. Beziehungsweise erstmal möchte ich. Ach ja, und was ich gerade noch sagen wollte: Bei der Multiplayer-Erweiterung brauchst du halt PlayStation Plus, wenn du das wirklich richtig spielen willst. Wenn du es wirklich spielen willst. Also da brauchst du dann, sag ich mal, ein Abo. Aber sonst an sich ist Final Fantasy 15 ein Einmal-Purchase. Hm. Gut, wenn man die Zielgruppe versucht, ist why not. Hm. Dann müssen sie das ja aber ja auch bezahlen. Camping. Again. Well, you got a problem with camping? Camping ist geil, da kann ich wenigstens hier sein eigenes Kochskill noch hochsetzen. Camping? Ja. Ja, bei dem Spiel ist es halt so, du kriegst die ganze Zeit Erfahrungspunkte, aber erst beim Camping werden sie wirklich angerechnet und dann kriegst du da erst deine Level-Ups. Ihr will euch in Gefahr, ihr müsst sie retten, lass erstmal campen gehen. Nur an sich ist das Ganze hier ein einziger Campingtrip für die. Mhm. Also ein Roadtrip-Movie. Ja, yep. Ist es echt so. Das ganze Game ist ein Roadtrip. Denn du kannst auch in einem Wohnwagen pennen, aber da kannst du nicht kochen, kriegst aber dafür mehr Erfahrung am Ende. Genauso wie mit dem Hotel. Kriegst du noch mehr Erfahrung, kostet aber mehr. Und Camping ist umsonst, aber du musst auch selber kochen. Was trotzdem gut ist, weil du dadurch halt Ignis Kochskill ein bisschen stärken kannst damit. Ja, und wie gesagt, die hat er auch noch krassere Effekte drauf, oder wie? Ja, sein Kochskill wird versteigert allein schon. Ich biete 400 Euro für Ignis! Für Ignaz. This one's pretty good. Noch 26 Minuten. I dig it too. Wupp, wupp. Ja. Dann, ist, hier Dings fertig. Alright. Mhm. Ja. Die Übertragung von den Bildern nach, Dropbox. Dropbox. Wie viel Gigabyte überträgst du? Einiges. Ich merke schon. Also ich glaube, wir haben instant den Lieblingscharakter von Keks gefunden. Hm? Da dieser Duckface-Typ, wie hieß der nochmal? Prompto? Prompto. Die Knipstroller. Na. Ja. Ja, die Gigabytes downloaden an Updates ist schon manchmal hardcore. Das gesamte Spiel mit allen möglichen Updates 92 Gigabyte groß ist. Das ist gut. Ja, aber das Spiel ist groß, das muss sein. Groß und hat viel Content. Und dann brauchst du noch einen NASA-Rechner, damit es läuft.
Naja, PS4 halt. Eben. Sag ich ja, Nase reicht nochmal. Hey, Leni. Ich meine, du kannst es auch auf Steam spielen. Eben, ich weiß, die Nase reicht noch. Die Windows-Version soll sogar ziemlich gut sein. Wenn du Nase-Rechner hast. Echt, die Anforderungen so hoch? Keine Ahnung. Ich behaupte einfach. Nase-Rechner. Being an asshole. You bet. Let's hit it. Oh. Party wieder sehr motiviert beim Sport. Sünde, Elkoblast, Sünde. Unbedingt, dass es seit Release war ein paar Mal schwer. Jetzt erst Pause. Ja, kenne ich aber. Ist bei mir mit Nier Automata so. Ein Spiel, was ich eigentlich lieben wollte, weil es von Platinum Games ist. Aber ich bis heute noch nicht dazu gekommen bin, es mal richtig zu spielen. Deswegen ist es. Ernsthaft, das Ding läuft unter Windows-Edition. Ja? Ja, heißt einfach so. Ah, stimmt, da war ja so ein altes Gimmick. Hm? Der Gordon Freeman-Anzug. Stimmt, du konntest einen Gordon Freeman-Anzug für Noctis kriegen. In der Version. Ja. Da war ja was. Oh, I remember. Nee, komischerweise, heute läuft eigentlich alles gut hier. Also, ich hab's heute nicht herausgefordert. Ich hab nichts von Bedeutung. Ich war nur einkaufen. Ach du Scheiße. Hab ein bisschen ich trainiert. Ich war arbeiten. Hol dann noch einen Asthma-Anfall. Ich guck mir gerade die Anforderungen durch. Oha. GeForce GTX 67, bla bla blub. Also das übliche Gejatze. Ja. 100 GB Speicherplatz. Ja, dachte ich ja. Zusätzliche Anmerkung 27p, 30 FPS. Hm. Ja Mensch, also mal so ein paar hundert Gigabyte. Spiel ist groß. Minimal. Okay. Ich glaube, das war. Und das ist nur die Standardversion. Mhm. Ach du Scheiße. Ja klar, noch ein 4K Resolution Pack, wenn dein PC noch nicht genug am Kotzen ist. Man muss schon sagen, das Spiel war schon wirklich für die Konsole ausgedacht, muss man sagen. Hm. Ich mich jetzt gerade wunder. Die haben nur die eine Version hier drin, aber da steht gleich dabei Einzelspieler, Mehrspieler, Mehrspieler online. Also haben die alles da gleich direkt reingestopft in die Version? Probably. Maybe. Naja, das mit dem Mehrspieler war ja ein kostenloses Update. Ach so. Also es, die Episoden, Episode Prompt, Episode Gladius und Episode Ignis, das war paid DLC. Hm. Ah, hier lese ich es auch gerade. Hand alle auf Inhalte, fortwährende Spielupdates, Alternativroute Kapitel 13, Anpassungen, bla bla. Feature, Charakteraustausch, Season Pass Veröffentlichung. Oh. Da können sich manche Hersteller was von abschneiden. Ja, also Square Enix macht da ordentlich, macht da gut. Muss ich ehrlich sagen, für ein Spiel, das verdammt groß ist, 50 Tacken, ist eigentlich noch geschenkt. Also, du, wie gesagt, ich habe das Vanilla-Spiel gespielt. 220 Spielstunden, wenn du wirklich alles machst. Das ist ein Final Fantasy, also ich erwarte, dass du da so Zeitfresser hast. Ja, aber halt, wenn man das mal so berechnet, 50 Euro für 220 Spielstunden. Du musst aber auch wirklich down dafür sein, sag ich mal. Also du musst wirklich den ganzen Nebencontent und so machen wollen. Wenn du es wirklich nur für die Hauptstory spielst, dann ist es das nicht wert. Muss ich leider so sagen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Ich denke mal, wenn einer nur so nebenbei straight durch, ohne irgendwelche Herausforderungen will, dann kann er auch gleich 13 spielen. Auf diesen Steinsucher könnten sie bauen. Ja, so haben ich liebe die Punts. Oh mein Gott. This game. Das hat ungefähr dieselbe Qualität wie die ganzen Quests und
Fates von Hildebrand? Final Fantasy XIV. Alter. Also Hildebrand-mäßig auch, meinst du? Oder nee, einfach generell diese ganzen Nebenquests, wie die alle heißen und so weiter und so fort, diese ganzen Jokes. Hat so ungefähr denselben, dieselbe Qualität. Sehr gut, very funny. Muss ich das halt mal gleich wieder respektieren? Loyalty, a little more respect. You could try setting him a better example. Silver Knight. Welcher Content soll denn noch kommen? Whisper mir das mal an Andy Dote. Weil da weiß ich jetzt gar nicht, was noch kommen soll. Außer eine Charakter-Episode, glaube ich. Bei mir ist ja das Schlimme, ich liebe halt solche Spiele. Also halt, wo einfach nur ein riesiges Abenteuer ist. Na klar, wenn du halt so die Möglichkeit hast, es dir so zu deichseln, wie du es gerade willst. Ich mache jetzt gerade nur so Quests, auf die ich gerade Bock habe. Jetzt zum Beispiel habe ich gesehen, ich habe hier in der Nähe einiges an Jagdoptionen, wo ich machen soll. Also werde ich die Biester jetzt gleich mal umprügeln. Hm. Dann habe ich noch einen Haufen anderer Missionen, die ich machen kann. Also ich habe genug zu tun. Wie ich diese Team Warp Technik benutze, habe ich noch nicht so ganz raus. Die was? Die Team Warp Technik. Keine Ahnung. Wenn nur das noch funktioniert, Angel, wunder dich nicht. Nein, hat nicht funktioniert. Gut. Alle müssen aufgehen. Dann musst du das so machen. Das war eins. Also ich wusste nur von der ersten. Fancy. Ein Frieden. Da freue ich mich dann drauf. Hat sich der Season Pass schon gelohnt. Eine der wenigen Male, wo man das tatsächlich sagen kann. Season Pass ist ja heutzutage mehr kauft die Katze im Sack und hofft, dass das Spiel Erfolg hat. Ja. Wenn es keinen Erfolg hat, well, sucks to be you. Ich muss sogar sagen, die Dolche gefallen mir am wenigsten, weil sie einfach zu wenig Schaden machen. Mir gefallen die schon mit am meisten, weil du dann tatsächlich noch am flexibelsten bist. Macht einfach irgendwie immer die Einhänder. Beute ist hier besonders lichtscheu. Ads. Nee, die gibt's noch nicht. Silver Knight. Was echt auch Sünde ist, wie ich finde. Diese roten, wenn das Symbol rot ist, dann heißt das, die sind nur nachts da, ne? Die sind ein bisschen schwieriger. Achso, ich dachte, die sind lichtscheu. Wirklich dann. Kommt dann auf das Monster an. Wenn es Kobolde oder Schleime sind, dann sind es auf jeden Fall nachtaktiv. Aber wenn es alles andere ist, dann ist es tagaktiv. Mal gucken. Irgendwann hast du so raus, was ist ein Siecher, der nur nachts rauskommt und wann, was ist ein Tagsmonster. Nee, aber die sind da. Okay, das sind Crabs. So Bomber sind auch sicher. Nee, habe ich nicht benutzt, weil ich wusste nicht, was der ging.
Oh, ich weiß auch nicht, ob ich das wollen würde. Hm. Könnt's ja mal ausprobieren. Jetzt, wo ich das Spiel einmal komplett alleine durchgespielt habe, dann kann man ja jetzt ja mal Glitches und so weiter und so fort ausprobieren. Tschüss, Angel. Bye, Angel. Oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh. Okay, pack diese Kreiselsäge wieder weg. Ja, das Problem ist, du kannst damit nicht ausweichen oder dich porten. Eben, oder dafür ist das Ding zu langsam. Mit Maschinenwaffen. Ah. Ausrüstung. Kettensäge müsste er aus dem ersten Dungeon haben, wo man auch das die zweite Königswaffe herbekommt. Mhm. Eine zumindest, die da her war. Shit. Alter, Double Shit, Double Hit. Silver Knight, gibt's da irgendwie ein Tutorial zu, dann schick mir das mal. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber man kann später einen Glitch ausnutzen, einen temporären Team, ein temporäres Teammitglied permanent zu machen. Okay. Und ich mag die. That was a close one. Too close for comfort. I'm comfortable just being alive. Hm. Können wir so lange angeln gehen? Ja, ich muss jetzt bis in die bis zur Nacht warten, also von daher. Kannst du nee. Hm? Kannst du nicht an Campingplätzen die Option bis nachts warten machen? Ich guck gleich mal, warte. Ich sammle erstmal ein bisschen Magie wieder. Oder ist das Royal Pack Edition Content? Noctis hatte gerade bei mir einfach mal einen Anfall. Okay. Ach du Scheiße! Sie ist gerade. Dab! mal gucken. And here we are. Rasten bis abends warten, ja, Tatsache. Ah, wie praktisch. Same Elko Blast, same. Dann kann ich die ganzen Sachen nämlich auch abgeben. Obwohl ich ganz ehrlich bin, bei diesen Day-One-Sachen und so weiter und so fort, bin ich meistens immer enttäuscht. Es ist meistens nicht Content, der so ein Purchase von einer bestimmten Edition wert ist. Ich mag die Idee generell nicht von Day-One Exclusive Content. Mhm. Ist mir ein Lichtscheu... Naja, die kommen erst um 21 Uhr raus. Achso. Das ist praktisch halt dann offiziell Nacht. So Achso. Zwischen 20 und 21 Uhr irgendwann. Look where you're going! Didn't mean to do that. See ya! Ganz komisch, dass man das Royal Pack nicht mit dem Season Pass bekommen hat.
Also ich habe jetzt auch jeden Content außer Waffen und extra Karosserie-Outfits, die ich sowieso nie verwenden werde. Ominous Music. Ah, there we go. Dann gucken wir uns das doch mal an. Oh, hi there, opening. Oh, fuck. What? Oh, hi there, opening. Nice one, Bronto. Oh, fuck. His business is cool. What's in the glasses? Capital idea. Get back! Teamling, will ich doch, aber why won't you? You dickhead! Pronto, you're up! Oh, hi there, opening! Ich gehe jedes einzelne Foto einzeln runterlade. Fuck! Das kannst du laut sagen. Oh, shit. Ich bin bei 946 stehen geblieben. Ich habe eine Königswaffe, aber bislang gefallen mir beide nicht so, die ich habe. It's real pretty here at night. And yet, by all accounts, it pales in comparison to old Tisha. Seriously? Ich lese einfach mal ein Buch. Lass mich raten. Ja, lernt ein neues Rezept. Weißt du, hier liegt ein Buch und er dann einfach, oh ja, geil, das kann man bestimmt braten. Ja. Ey, Ignis, ey. Keine Sorge, hier werden noch gleich Bilder gelöscht. So, wir haben drei Jagdereignisse abgeschlossen. Nice Sache. Oh, das ist hier so nice, ey. Abends. Welcome back. Jagd erledigt. Really are dependable. Kleingeld. Das Ding habe ich weggebolzt. Das ist schon mehr. Und der letzte. Die Goblins. You really are dependable. Oh. Fehlen noch 5 und kriege ein Level ab.
is the local lineup. Achso, das ist abgeschlossen. Ich hab noch zwei andere? Thank you for your patronage. Ah ja, hier. Die beiden. Mal gucken. Opa, Opa. Das ist die Mine. Ja, da habe ich es ja hier soweit sogar schon. Ich kann mir jetzt wieder anderem Zeug zuwidmen. Will we stay in here? Just so you know, I'm cool with camping. Ja, wir campen. Weißt du, wie teuer das hier ist? Komischerweise sind Königsfamilie, aber haben keinen Cent, ne? Ich meine, wer gibt schon Geld mit? Also Geld vom Land, ne? Würde ja Cents machen. Ah, der Campingplatz war doch hier gleich vorne da. Der Typ sitzt einfach hier im Licht. Okay. Hm? Fuck, Gott, it's time. Gladio, come on. Gotcha. So. So schnell geht das. Und zelten. We could crash right here. Technik C. Ich glaube, das werde ich nie ändern. So, was gibt's denn heute zu essen? Er hat tatsächlich ein... Okay. Heute gibt's Makrele. Lecker Makrele. Nailed it. This should be a hit. Schon fast damit gerechnet. Nee, wirklich. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, meine liebe PS4, dass wir hier tatsächlich keine Verbindung haben. Da wäre ich jetzt nicht drauf. Ja, ich habe es begriffen. Meine Güte, Discord. I fucking get it. Hallo, Discord, Schimmer, deine Zone. Ich bin wieder da. Ah, jetzt bin ich wieder da. Nice. Es lief zu gut heute. Dam, dam, da.